Hallo und willkommen zurück zu Retropolis. Allen von euch, die das Game noch gar nicht kennen, empfehle ich mal in mein erstes Video reinzuschauen, damit ihr so ein bisschen wisst, worum es hier geht. Ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gepackt, aber trotzdem so ein paar Worte zu Retropolis, bevor wir hier wieder starten. Retropolis ist eine Mischung aus Städtebau, Tower Defense und Kartendeckbau. Und was das Spiel so auszeichnet, ist eigentlich die Vielzahl an Entscheidungen, die man in kurzer Zeit unter Stress treffen muss. Und das macht das Spiel einfach mega interessant. Ich habe es natürlich nicht bei den paar Games belassen, die ich vorher schon gespielt hatte und die ich auch in einem Video schon gezeigt hatte, sondern ich habe natürlich versucht, mich hier weiter zu verbessern, habe alle möglichen verschiedenen Anführer ausprobiert und so weiter und so fort. Und es ist einfach mega spannend gewesen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir noch mal ein Video dazu und schauen mal, was wir erreichen können. Hier unter Leaderboard ist natürlich das Ziel, dann irgendwann mal irgendwo oben mit reinzukommen. Wir haben unter Statistiken auch zum Beispiel mein letztes Game. Das ist auch das Game, was wir uns jetzt anschauen werden. Ich habe das jetzt mal so gemacht, dass ich mir ein Spiel rausgesucht habe, was gut gelaufen ist. Ich habe zwei Spiele gemacht. Das zweite davon war relativ gut und das schauen wir uns dann einfach mal zusammen an. In einem neuen Modus mit einem neuen Helden. Da gibt es nämlich einige neue Dinge, die jetzt inzwischen dazugekommen sind. Und auch ein paar neue Helden, die freigeschaltet sind. Also, beziehungsweise Anführer heißen die, denke ich. Und da gucken wir uns jetzt mal so ein komplett neues Game an. Das ist schon so ein bisschen anders als das, was ihr jetzt, was ihr vielleicht aus dem letzten Video kennt. Ja, und unter Records seht ihr eure besten Games. Also ich hatte schon mal ein Spiel, was ein bisschen besser war. Das war auch in Nightmare-Modus. Und Nightmare ist halt einfach der Modus, wo es dann über die 30 Waves hinausgeht. Da kann man dann einfach weiterspielen, solange wie man halt durchhält. In dem Fall bis Welle 51. Und im Leaderboard kann man dann auch gucken, wie gut man so im Vergleich zu anderen Spielern ist. Ich habe tatsächlich auch schon zwei Rankings, die in den ersten 100 gelandet sind. Da bin ich schon ganz stolz drauf. Das hier ist, glaube ich, der Build-Leader, also der Bau-Leader, wo man dann besonders viele Baukarten hat. Da bin ich jetzt, glaube ich, auf 50 oder sowas in dem Dreh. 74, okay. Platz 74 gelandet. Und im Nightmare-Modus habe ich auch schon ein Ranking mit dem Krieger, Anführer, der mir persönlich so ein bisschen am besten gefällt eigentlich. Der Bauleader, da kann man sehr gute Games mit haben, wenn man die richtigen Karten kriegt. Da ist ein bisschen Glück dabei. Mit dem Krieger ist man relativ konstant, relativ gut dabei. Da bin ich jetzt im Nightmare-Mode auch auf Platz 47 gelandet. Der scheint aber gar nicht so gut zu sein wie andere Helden. Ich glaube, die anderen kriegen teilweise... Er scheint schon ziemlich gut zu sein. Es gibt ein paar andere, die ein bisschen bessere Scores hier erreichen. Wobei manche auch echt verrückt sind. Also da gibt es ein paar Helden, die... Also ein paar Rankings hier, die echt super verrückt sind. Wo ich mich dann schon frage, wie die Leute das geschafft haben. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Held das jetzt war. Hier zum Beispiel. Also die hat hier doppelt so viele Punkte wie der zweite, so in etwa. So, sogar noch mehr. Da frage ich mich dann auch, wie sie das geschafft hat, die Sophie. Die war echt gut dabei. Aber ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal ein bisschen höher zu kommen in dem Ranking. Vielleicht habt ihr ein Ranking, schreibt es in die Kommentare. Schreibt euren Ingame-Namen in die Kommentare, dann kann ich mal nachschauen, wo ihr da so gerankt seid. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter euch, der da doch ziemlich gut dabei ist. Wer weiß. Ja, also ich kann Retropolis auf jeden Fall mega weiterempfehlen an alle Fans von Tower Defense, alle Strategen unter euch. Das Spiel hat wirklich was zu bieten. Und für alle von euch, die ich jetzt heiß gemacht habe, habe ich auch drei Keys von Castle Games. Danke an der Stelle nochmal an die Jasmin, die mir die drei Keys zugeschickt hat. Die werde ich auf Facebook, Twitter und Instagram verlosen, jeweils einen Key. Dafür müsst ihr mir einfach nur folgen und einmal Hashtag PlayRatopolis unter dem entsprechenden Post von mir posten. Das heißt, entweder auf Twitter und Facebook unter dem entsprechenden Videopost. Und auf Instagram werde ich auch einen extra Retropolis-Post verfassen. Da haut ihr einfach einmal in die Comments Hashtag PlayRatropolis rein und dann seid ihr in der Verlosung dabei. Für alle, die jetzt bei der Verlosung kein Glück haben, gibt es das Game auch für knapp 12 Euro auf G2A. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir starten jetzt mal ein Game mit einem neuen Anführer. Ich glaube, wir hatten einen der beiden getestet. Ne? Entweder den General oder den Merchant. Ah, Merchant ist das. Das ist der Builder-Leader, ne? Also das ist der Merchant-Leader. Die habe ich verwechselt, die beiden. Ja, also der Builder gefällt mir relativ gut und der General gefällt mir eigentlich ganz gut.
Und dann gibt es eben zwei neue. Da gibt es den Schamanen. Mit dem bin ich jetzt noch nicht so gut. Da muss ich noch ein bisschen trainieren. Das ist der mit den Souls. Also der arbeitet mit den ganzen Souls. Und da gibt es auch ganz viele Karten dazu. Und dann gibt es eben den Navigator. Mit dem habe ich jetzt noch kaum gespielt. Das Spiel, was wir uns gleich anschauen, ist, glaube ich, mein drittes Spiel mit dem Navigator-Leader. Und der ist auch super interessant, weil der auf einem der neuen Systeme, die es jetzt gibt, hier beruht. Also seine Skills zielen ab auf die Adventures, auf die Questkarten. Es gibt jetzt Questkarten, die, also einzelne Karten, die mit einer Quest verbunden sind praktisch. Und diese Karten bekommt man auch immer wieder, die sind konstant im Deck. Und erst wenn man die Quest abgeschlossen hat, kann man die Karte ausspielen. Das ist ein ganz interessantes Konzept und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich sein Deck nicht zu sehr zumüllt mit Quests, weil ansonsten geht irgendwann nichts mehr. Das ist ganz wichtig, aber die sind auch unglaublich stark. Also gibt es richtig, richtig starke Karten, richtig, richtig starke Quests. Wenn man die dann abschließt, dann merkt man das auch wirklich. Also die geben einem dann einen ordentlichen Boost. Und ich glaube, mit dem kann man auch fast am meisten erreichen. Also den kann man richtig gut hochskalieren. Den Bauleader auch, aber bei dem hier glaube ich noch mehr fast. Also da muss ich noch ein bisschen spielen, um das rauszubekommen. Ist auf jeden Fall super interessant. Ja, und der hat eben einen passiven Bonus auf die Card Selection. Normalerweise kann man in der Auswahl, wenn man zum Beispiel eine Kiste öffnet, kann man nur drei verschiedene Karten dann auswählen. Und mit dem kann man eben dann vier Karten auswählen. Hat man eine größere Auswahl. Super cool. Schon mal eine ziemlich coole Fähigkeit. Und dann gibt es eben noch diesen Adventure-Bonus. Das ist die aktive Fähigkeit, mit der man dann zwei Questkarten bekommt zur Auswahl und ich glaube, wir kriegen sogar drei zur Auswahl eigentlich. Das hat mich jetzt so ein bisschen verwirrt. Also man bekommt immer drei Karten zur Auswahl. Hier steht zwei aus irgendeinem Grund, aber man bekommt immer drei und kann dann eine auswählen aus diesen drei Karten. Vielleicht kriegt man auch durch den Bonus hier eine zusätzliche Karte zur Auswahl. Das kann sein. Also ist der passive Bonus direkt hier auf diesen, auf diese Fähigkeit auch wirkt. Okay. Ja, also das Spiel ist richtig, richtig interessant. Das ist halt alles miteinander verwoben. Man muss unglaublich viel berücksichtigen. Und man sollte sich schon so eine grundlegende Strategie zurechtlegen. Noch besser ist es, wenn man verschiedene Strategien hat und die dann entsprechend den Karten, die man bekommt, anpasst. Das ist auch wichtig, weil man nie genau weiß, was man so bekommt. Das kann komplett unterschiedlich sein und es kann sein, dass man dann einfach mal eine komplett andere Strategie fahren muss, weil man einfach andere Karten bekommen hat. Und das Spiel ist halt einfach, das macht das Spiel aus. Das ist absolut unberechenbar. Genau, und wir starten jetzt einfach mal. Hier gibt es auch so einen Leader Plus Modus. Das ist jetzt das Neue, man kann verschiedene Leader ausschalten, dann bekommt man keine Karten von diesem speziellen Anführer. Oder man kann auch hier einstellen, dass man nur die Karten von dem entsprechenden ausgewählten Anführer hat und keine anderen. Das macht das Spiel dann so ein bisschen einfacher, ein bisschen übersichtlicher. Wir nehmen jetzt aber den Navigator, wir lassen alles frei, dass es richtig schön komplex wird. Und dann spielen wir mal im Forest auf normal, weil hart wirklich richtig brutal ist. Bei hart bin ich, glaube ich, also im Nightmare-Mode, der ist sowieso ein bisschen schwieriger. Hart habe ich, glaube ich, im normalen Modus schon ein paar Mal gefinisht, aber ich habe es im Nightmare-Mode, also da habe ich es ein paar Mal angefangen, bin nicht weit gekommen. Also das ist richtig, richtig brutal. Deswegen spielen wir mal Nightmare auf normal. Das haben wir noch nicht gemacht und den Anführer kennen wir auch noch nicht. Also das wird jetzt auf jeden Fall interessant werden. Auf geht's. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was zu essen und zu trinken mitgebracht. Das wird eine richtig lange Folge. Und ja, wir sehen jetzt auch gleich, wie schnell das Ganze hier vonstatten geht. Deswegen habe ich das Ganze wirklich im Voraus aufgenommen und kommentiere das so ein bisschen nach. Erzähle euch so ein bisschen, wie meine Gedanken da sind. Also wir haben jetzt das erste Mal die Fähigkeit genutzt, haben hier drei verschiedene Karten zur Auswahl, drei verschiedene Quests. Das ist wichtig zu wissen, was man machen muss. Also hier müssen wir jetzt 2000 Gold sammeln. Das ist ziemlich easy, das können wir auf jeden Fall machen. Und natürlich ist auch interessant, was wir dafür bekommen. Wir schauen natürlich, dass wir immer gute Sachen, die besten Sachen bekommen. Aber man muss auch realistisch sein und gucken, ob man die Quest in absehbarer Zeit erfüllen kann. Das ist auch ganz wichtig, weil die hängt ja die ganze Zeit im Deck rum. Und das hindert uns natürlich so ein bisschen am Spielen. Ja, und jetzt schauen wir natürlich, hier die erste Wave kommt von links, dass wir uns da so ein bisschen aufbauen. Und ihr seht schon, das Spiel hat wirklich Geschwindigkeit. Das ist richtig schwer, da irgendwie dabei zu bleiben.
Wenn euch so lange Folgen gefallen, also wenn ihr hin und wieder mal so eine richtige XXL-Folge sehen wollt zur Abwechslung, dann schreibt es mal in die Comments oder wenn es euch zu lang ist, lasst es mich wissen. Jetzt in diesem speziellen Fall wollte ich das auf keinen Fall zusammenschneiden, damit man auch so ein bisschen sieht, dass ich das hier in einem Stück durchgespielt habe und da nichts irgendwie rein und raus schneide, sondern ihr seht hier wirklich das Gameplay, was ich hier ja abgeliefert habe. Und es ist echt schnell genug, also es wird wirklich nicht langweilig, das Game, man ist richtig auf Zack die ganze Zeit. Wir holen uns jetzt den Banditen, das ist ein guter Nahkämpfer, brauchen wir ganz dringend, damit wir hier unsere Fernkämpfer schützen können. Wir brauchen immer so eine abgewogene, ja, wir brauchen viele Fernkämpfer, brauchen aber auch viele Nahkämpfer, das muss halt so ein bisschen ausgewogen sein, damit wir da nicht überrannt werden, ganz wichtig. Außerdem ganz wichtig, dass wir viele Retizens, also Einwohner praktisch haben, weil je mehr Einwohner wir haben, desto mehr Labor Cards, wie zum Beispiel diese Grain Card, können wir nutzen, die uns dann wieder Coins bringt. Außerdem brauchen wir natürlich viele Verteidiger. Ja, so ein Watchtower ist ganz nett, ne, aber auch ziemlich teuer. Bringt jetzt auch nicht so viel, weil wir uns wahrscheinlich sowieso bald ausbreiten. Aber die Häuser sind ganz wichtig, die geben uns zusätzliche Retizens. Dann ziehen wir sofort neu und breiten uns direkt mal so ein bisschen aus, ne? Zum nächsten Baumstumpf vor, bauen wir wieder so einen Abwehrwall gegen die fiesen Angreifer hier. Und jetzt können wir entweder den Advisor nehmen oder zwei Häuserkarten. Ich habe mich für den Advisor entschieden. Habe jetzt gar nicht genau gesehen, was da gekommen ist. Schauen wir nochmal nach. Genau, also der macht 15 Schaden an allen Gegnern, wenn eine neue Wave kommt. Das ist auf jeden Fall ein cooler Advisor hier. Genau, da müssen wir natürlich vorrücken mit unseren Leuten. Und hier schnellstmöglich unsere neuen Wall schützen. Und jetzt haben wir wieder genug Platz, um neue Building Cards hier zu kaufen und dann neue Gebäude hinzusetzen. Das lohnt sich jetzt alles nicht so wirklich, deswegen nehme ich da jetzt wahrscheinlich gar keine Karte. Man sollte natürlich auch keine Sachen nehmen, die man jetzt nicht so wirklich braucht. Wir brauchen den Platz ja später für wichtige Sachen. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder das Haus. Macht aber immer Sinn, nachzuschauen, was da angeboten wird. Grain-Karte, Haus. Und dann hauen wir hier vielleicht noch den ein oder anderen Kämpfer raus. Wenn wir ein bisschen mehr Coins hätten. Also am Anfang auf jeden Fall Coins, das große Problem. Aber genauso auch Retizens. Fähigkeit genutzt. Jetzt haben wir 3 Quests zur Auswahl. 2 Militärkarten wäre ziemlich nice. 15 Building-Karten ist natürlich machbar, aber 2000 Gold ist einfacher. 2 Advisors auch nett, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und jetzt hauen wir hier mal wieder so einen Banditen raus. Die Banditen, die räubern unsere Gegner nochmal kurz aus, bevor wir sie zerlegen. Das heißt, wir kriegen dann jedes Mal so ein bisschen extra Loot. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Cheese-Karte und noch eine Guard raus. Und ihr seht schon, wir haben jetzt 2 Questkarten, die permanent im Deck erscheinen und uns da Platz wegnehmen. Also das ist wichtig, dass man da nicht zu viele annimmt. Cheese-Karten, 5 Retizens oder eine Random Military Card. 5 Retizens ist nice. Random Military Card kann nice sein, war in dem Fall auch super nice. Richtig gute Karte. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Variante zu wählen. Wir haben jetzt einen richtig starken Fernkämpfer mit großer Reichweite. Der natürlich auch ziemlich teuer ist. Ziemlich viele Retizens braucht und auch ordentlich Coins kostet. Gut, hauen wir noch ein bisschen Militia raus und ein paar Guards. Die Low-Level-Einheiten, die hier auch auf jeden Fall ausreichen, um mal den Anfang zu überstehen. Später brauchen wir auf jeden Fall stärkere Einheiten. Ein Haus ist immer gut. Dann hauen wir jetzt den ersten Musketier raus. Bam. Der wird jede Einheit in diesem Spielabschnitt one-hitten, denke ich. Der macht super viel Schaden. Also ist fast ein bisschen zu früh, um den rauszunehmen. Aber dann haben wir ihn für später, also auf jeden Fall nicht verkehrt. Und hin und wieder mal ein One-Hitten macht ja eigentlich auch immer Sinn, ne? Jetzt hauen wir mal so einen Banditen wieder raus. Eine Grain-Karte. Und ja, dann machen wir die super easy weg. Gar kein Problem. Wäre natürlich nice, also wenn wir unsere Leute bald mal heilen könnten. Jetzt können wir uns wieder entscheiden. 100 Gold. Leader Level, das kostet uns die Hälfte unseres Goldes, habe ich mich für entschieden, ist auf jeden Fall eine gute Sache, wir haben eh kaum Gold, also macht das gar nicht so viel aus. Jetzt haben wir hier eine nette Livestock-Karte, das ist eine Labor-Karte und auch eine ganz nette Karte, um am Anfang so ein paar mehr Coins ranzuschaffen, das heißt, da habe ich mich dann auch dafür entschieden. Pillage wird langsam immer weniger wert, bei jedem Mal, wo man die rauswirft, kriegt man da weniger Gold für, das heißt, die müssen wir dann bald mal rauswerfen, also ganz rauswerfen, dass wir die nicht mehr nutzen. Wir kaufen uns wieder den Defensive Wall beim Händler und ansonsten
Ist ja jetzt nichts super Interessantes. Der Markt wäre ganz nett, den könnte man sich noch mitnehmen. Aber wir haben einfach zu wenig Gold und ich habe mich jetzt dafür entschieden, weiter zu expandieren erstmal. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Also der Markt wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen, denke ich. Expandieren ist jetzt noch nicht so tragisch. Aber es wäre dann auch bald an der Zeit, dass wir das machen. Aber wir haben wieder ziemlich wenige Coins. Da geht nicht viel. Wir haben auch keine Reticence-Platz. Das heißt, wir brauchen wieder dringend Häuser. Und da kommt schon die nächste Wave rein. Wir sind jetzt bei Wave 5. Also immer noch super am Anfang. Das Game geht jetzt wirklich bis Wave 50. Also ihr müsst noch ein bisschen durchhalten. Und so richtig stressig wird es dann auch erst zum Ende hin tatsächlich. Drei neue Quests. Und ja, sind keine so wirklich interessanten... Na gut, 9 Extension Cards ist schon richtig cool. Ist aber viel zu früh eigentlich. War so ein bisschen eine Fehlentscheidung, finde ich. Wir sind fertig mit der ersten Quest, bekommen hier zwei von diesen Advisern. Extension Cards sind dazu da, Gebäude abzugraden. Wir haben erst ein paar Gebäude, da macht es gar keinen Sinn, diese Quest zu machen eigentlich. Ja, wir könnten hier noch den Cheese Market nehmen. Ist ganz nett mit den Cheese Karten, aber die bringen eher am Anfang was. Die muss man später dann wieder loswerden. Deswegen habe ich mich jetzt hier so entschieden. Genau, also wir haben einmal den, der macht 5 mehr Schaden pro Einheit, glaube ich. Jetzt können wir uns so ein Squire Card holen. Das ist ziemlich nice. Das sind immer diese kleinen Dinge, die so nebenher passieren. Genau, der macht 5 mehr Schaden und noch irgendwas. Habe ich jetzt gar nicht genau gesehen, weil es alles so schnell geht die ganze Zeit. 2 neue Advisor, Potter, Grain Card. Und da werdet ihr hin und wieder mal zurückspulen müssen, glaube ich, um euch die Sachen genau anzuschauen. Wir hauen jetzt nochmal so einen Banditen raus wahrscheinlich. Livestock können wir dann auch machen, weil den Squire können wir uns sowieso nicht leisten. Der kostet hier 5 Reticence und wir haben einfach viel zu wenig Platz. Ich warte aber im Moment noch, ob wir die Reticence bekommen. Tun wir nicht, das heißt, ich ziehe neu. Potter raus, Pillage raus. Musketier viel zu teuer. Aber trotzdem rausgepackt. Und jetzt will ich dann irgendwo auch so eine Wache rausschmeißen. Okay. Ja, wir haben 0 Reticence Platz. Wir haben jetzt ein bisschen Gold inzwischen. Das ist ein Kleriker. Der lässt einen immer, wenn man eine Karte entfernt, eine andere Karte upgraden. Das ist ganz nett, aber wir werden später sowieso viele Karten upgraden können. Deswegen entscheide ich mich jetzt dagegen, weil das gar nicht so wesentlich wichtig für uns ist. Denke ich, wenn ich mich recht erinnere. Genau, also wir upgraden dann direkt eine Karte. Oder auch nicht. Ah, ich habe ihn doch genommen, okay. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt eine Karte entfernen, können wir eine andere Karte dafür upgraden. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Fähigkeit. Ancient Gear. Das ist die nächste Quest erfüllt. Wir haben 3 Advisor geheiert und bekommen jetzt 9 Extension Cards. Und das ist, wie gesagt, zu früh. Das heißt, ich hätte die Karte dann wenigstens aufheben und nicht ausspielen sollen. Das war ein Fehler meinerseits. Das werden wir dann gleich sehen. Und die nächste Wave kommt von rechts. Ja, also ich habe jetzt das dritte Mal gespielt mit diesem Anführer und da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Einfach weil die Auswahl, die Möglichkeiten sind so unbegrenzt, dadurch, dass man so viele Karten bekommt und man auch oft dann auswählen kann, einfach nehmen kann, was man will. Also ihr seht schon, ich hau das jetzt wahllos irgendwo raus, weil wir sowieso kaum Gebäude haben. Wir können dann praktisch alle upgraden. Das heißt, wir haben jetzt richtig viele Reticence. Am Anfang ist das schon ziemlich nett eigentlich. Also ganz falsch ist es auch wieder nicht. 3 Economy-Karten will ich eigentlich nicht unbedingt. Kann man machen, ist nicht verkehrt. Wir bräuchten ungefähr 2 Economy-Karten. Da gibt es noch 2, die ziemlich gut wären. Die würde ich mir gerne holen, deswegen wähle ich dann wahrscheinlich die Karte auch aus. Ja, nehme die Quest an. Und jetzt seht ihr das, wir haben ein komplettes Deck, nur Extension-Cards und wir können die gar nicht alle nutzen. Das ist natürlich nicht cool. Wir können auch die Welle upgraden. Wir hauen jetzt überall diese Extensions raus. Auch wenn wir das nicht wirklich brauchen. Ja, wird langsam ein bisschen spannender hier. Die Wave hat ein bisschen länger durchgehalten. Die hat so ein bisschen an uns gekaut. Genau, und das ist die erste Economy-Karte, die ich gerne gehabt hätte. Land Tax. Die ist für später super gut. Die skaliert mega, weil man für jedes Gebäude, was man hat, 5 Gold bekommt. Erstmal den Potter raus. Da bekommt man mehr Gold für jede zusätzliche Karte, die man hat. Hier müssten wir mal vorrücken, ganz wichtig. Und dann gucke ich jetzt, was wir so haben. Wir haben erst einen Schützen. Das heißt, wir könnten noch einen dazu packen. Landtex raus. Aber ich entscheide mich jetzt schon mal dagegen. Eine Slum-Card wollen wir auf keinen Fall. Das braucht ziemlich viel Platz, die Gebäude, und bringt ziemlich wenig. Also nicht unbedingt optimal für uns. Und dann ziehen wir direkt neu. Die kriegen hier
einen zusätzlichen Banditen. Cheesecard, Pillage raus. Ich glaube, Pillage ist schon gar nichts mehr wert. Da habe ich gar nicht mehr geguckt. Ich hau die immer so reflexartig raus. Muss ja alles schnell gehen. Wenn man so eine Karte auswählt, dann läuft das Spiel verlangsamt. Das ist schon mal ganz nett, wenn man so eine Karte am Zeiger hängen hat. Aber es läuft halt permanent weiter. Es gibt keinen richtigen Pausemodus. Man kann natürlich ESC drücken, dann ist Pause, aber dann kann man auch nichts mehr checken. Ancient Book, nächste Quest erfüllt, gibt uns einen zusätzlichen Advisor hier. Und wir kaufen erstmal ein. Wir kaufen die Pike Red. Das ist so eine relativ, ja, Starter-Einheit. Natürlich einen neuen Wall. Also wir haben, glaube ich, 2 oder 3 neue Advisor jetzt bekommen. Ihr seht, wie schnell das die ganze Zeit läuft. Echt schwer dabei zu bleiben. Man müsste das Ganze fast verlangsamen. Aber das Spiel dauert ja so schon eine Stunde. Also das wäre da ein bisschen übertrieben. Die Karten taugen jetzt eigentlich nichts. Der Pirate bleibt nur kurzzeitig. Das heißt, der verschwindet dann nach ein paar Sekunden. Das ist jetzt nicht so die Einheit, die man sich wünscht. Ich entscheide mich dafür, eine Karte zu entfernen, wie es aussieht. Wir haben schon so ein paar Karten, die wir entfernen könnten. Cheese braucht immer viel Platz, ist natürlich am Anfang auch ganz nett. Grain braucht viele Reticents und da haben wir immer zu wenige, deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, lassen wir das sein und packen die Karte, schmeißen die aus dem Deck raus. So, erstmal ein paar Gebäude bauen. Natürlich den Schutzwall. Die Pike Rat, die ist ziemlich nett, die kann gegnerische Einheiten so ein bisschen verlangsamen. Und jetzt haben wir ausgebaut, das heißt, wir müssen uns hier entscheiden. Engaging Area. Und ja, war alles 3 schlecht und wir haben uns für eins der schlechten entschieden. Das ging mir jetzt schon wieder ein bisschen zu schnell. Potter, Livestock und nächste Wave kommt von links, ne? Ja, von rechts. Alles klar. Jetzt kommen wir in die nächste Fähigkeit, gibt wieder 3 Quests. Wir könnten wieder 3 Economy-Karten, haben wir schon gemacht, wollen wir nicht nochmal. Einmal reicht vollkommen. Und hier können wir jetzt auswählen, dass wir eine unserer Karten den Preis von einer Karte verringern. Das heißt, eine Nahkampfkarte zum Beispiel, die man oft braucht, da kann man den Preis verringern. Das ist eine ganz nette Geschichte. Dauerhaft verringern. Das heißt, man spart dann dauerhaft ordentlich Coins. Gerade wenn viele Nahkämpfer sterben, ist das dann echt ein Vorteil. Ja, hier haben wir jetzt ein paar Einheiten verloren. Das war überhaupt nicht cool. Das war auch sehr knapp. Also wir hätten da jetzt schon bald draufgehen können. Das war also ein ziemlich schlechter Start. Und da seht ihr, also ich hätte das Spiel sehr viel besser abschließen können, wenn ich am Anfang hier nicht so schlecht dagestanden hätte. Wir nehmen jetzt 100 Gold, weil wir wollen keine... Ah nee, wir entscheiden uns hier für die zusätzlichen Angriffspunkte für unsere Einheiten, alle, die wir aktuell haben. Das andere wäre ein Advisor gewesen, zusätzlicher. Und da hätten wir dann aber mit Attack Power bezahlen müssen. Das heißt, unsere Einheiten hätten ein bisschen weniger Schaden gemacht. Wir reparieren unser Gebäude. Und jetzt ist natürlich Zeit, hier dann alles wieder aufzubauen. Wir probieren hier diese Roulette-Maschine aus. Kann man machen, kostet 100 Gold. Mal schauen, ob es sich gelohnt hat. Ich habe mich für die 3 Karten hier entschieden, habe die auch dann erwischt. Und das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Ja, also die Karten interessieren mich jetzt alle nicht wirklich. Das heißt, ich cancel das Ganze wahrscheinlich einfach. Haben wir die 100 Gold zum Fenster rausgeworfen. Aber war nett, haben wir einmal Slotmaschine gespielt. Aber ich nehme vielleicht sogar die Gala-Karte mit. Die ist auf jeden Fall nicht komplett verkehrt. Kriegt man ein bisschen Gold und eine neue Karte. Und weiter geht's. Ja, wir müssen hier die Abwehr wieder aufbauen. Wir haben da echt Leute verloren. Wird jetzt Zeit, dass wir schauen, dass wir uns ein bisschen besser aufstellen, weil das war jetzt doch ein bisschen knapp hier an der rechten Flanke. Okay, jetzt wird es dann noch ein bisschen knapper. Das ist schon ein ordentlicher Angriff, der da reinkommt. Da sollten wir es jetzt ranhalten. Und? Ja, wir haben gerade den Bachelor bekommen, glaube ich. Den hauen wir hier auch raus. Und direkt noch einen Banditen hinterher. Und die Livestock-Karte, weil den Musketier, den kann man uns eh nicht so wirklich leisten. 25% mehr Reticent. Das ist ein richtig guter Kollege hier. Gut, dass wir den bekommen haben. Ein sehr guter Advisor. Jetzt haben wir richtig viele Reticents, jetzt können wir auch mal anfangen, hier gescheit was aufzubauen. Ordentlich Abwehr und so. Das ist die Gather-Karte. Da haben wir sie dann mal wieder rausgehauen. Wir kaufen jetzt eine Defensive Wall, wie immer. Und ansonsten gibt es ein paar Sachen, die könnte man machen. Ja, das Horn ist irgendwie nett. Tax Office ist auch nicht verkehrt, bringt aber nicht super viel. Ich habe jetzt da gar nichts gekauft. Das Katapult ist auch ganz nett eigentlich, teilweise. Aber wenn wir expandieren, dann bringt das Katapult natürlich nichts mehr. Von dem her, ja, habe ich jetzt nicht großartig eingekauft hier. Wir haben auch nicht allzu viele Coins. Gut, nächste Quest. 2000 Gold und dafür 1000 Gold bekommen. Kann
Kann man auf jeden Fall machen. Bringt aber auch nicht so super viel. 3 Building Cards, super nice. Dafür brauchen wir 20 Labor Karten müssen wir nutzen. Machen wir sowieso, Labor Karten sind die meisten von den Coin Karten, die wir die ganze Zeit nutzen. Das heißt, das könnte ganz gut funktionieren, dass wir die relativ schnell abschließen, die Quest. Eine Pike Rat raus. Pillage ist, glaube ich, nichts mehr wert. Ich habe das immer reflexartig rausgehauen, wie gesagt. Die müsste eigentlich schon ziemlich wenig oder gar nichts mehr wert sein langsam. Das heißt, die bringt uns eigentlich nichts mehr. Cheese. Oh ja, jetzt brauchen wir dringend Einheiten. Jetzt wird es langsam richtig haarig. Die Viecher haben schon ein bisschen was drauf hier. Aber unsere Rifleman machen die eigentlich ziemlich schnell weg. Wir haben einen Rifleman nur. Okay. Lief trotzdem ziemlich gut. Ja, hier könnten wir jetzt zum Beispiel den Watchtower nehmen. Aber ich entscheide mich tatsächlich dagegen. Nehme lieber das Haus, weil wir halt die ganze Zeit expandieren. Und dann bringen die Watchtower, wie gesagt, einfach nicht so viel. Potter eigentlich zuerst. Okay, als zweites auch in Ordnung. Und noch eine Pike Rat hinterher. Gut, nächste Welle kommt von rechts. Wir sind jetzt bei Wave 11. Also langsam wird es ein bisschen spannender. Die werden jetzt schon ein bisschen haarig. Jetzt kommen auch schon ziemlich fiese Viecher. Livestock am Schluss. Genau. Erstmal den Musketier raus oder die Gatherkarte. Pillage war jetzt, glaube ich, wirklich nichts mehr wert. Ich glaube, ich habe die Null gesehen. Fehler meinerseits, dass ich da nicht aufgepasst habe, dass die Karte schon lange nichts mehr wert ist. Die ist auch eine neue Karte für mich. Genau, Livestock raus. Nochmal neu ziehen. Immer Militia. Livestock. War jetzt nicht viel drin in dem Deck, weil da 2 Quests wieder mit drin waren. Wir nehmen entweder das Haus oder wir leveln den Helden hoch. Das wäre auch ganz nett. Ich habe mich wieder fürs Haus entschieden. Wir brauchen dringend Reticence. Wir bräuchten aber auch dringend ein paar gute Karten. Gerade so ein paar defensive Nahkämpfer wären nett, dass wir unsere Fronten da so ein bisschen besser halten können und nicht so viele Leute verlieren. Wir müssten auch mal irgendwie unsere Einheiten heilen können. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Momentan haben wir da noch keine erschlossen. Das heißt, das wird auch allerhöchste Zeit. Die nächste Quest. Territory Expansion. Da können wir wieder den Preis einer Karte verringern. Und links können wir 3 Economy-Karten bekommen, was wir auch nicht mehr wollen. Das heißt, ich mache gar nichts, damit wir da nicht zu viele Questkarten ansammeln. Muss man hin und wieder auch immer mal wieder machen, dass man da komplett wieder steht. Und da kommt jetzt eine Ramme von links. Die sind auch neu, glaube ich. Ich glaube, die gab es vorher nicht. Die fahren einfach mal hier unsere Welle um teilweise. Die machen richtig viel Schaden, gerade später dann. Können dann so Welle one-hitten und das kann wirklich richtig gefährlich sein. Da kann man sehr schnell ziemlich viele Einheiten verlieren dadurch. Ziemlich fies. Aber wieder die Pillage-Karte. Ja, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Die kommen momentan noch nicht so richtig an uns ran. Weil wir ziemlich gut aufgestellt sind. Und dementsprechend brauchen wir jetzt nicht unbedingt großartige Abwehreinheiten. Das ist ganz praktisch. Treasure Chest. Das ist dann schon ein bisschen bessere. Wir gucken mal, was es so an Karten gibt. Die überzeugen mich nicht. Das heißt, wir entscheiden uns für die Expansion. Das heißt, wir bekommen irgendwie ein paar... Eine Wahlkarte und ich glaube ein Haus oder sowas. Das lohnt sich auch immer. Da kommt der Händler wieder anmarschiert. Nächste Welle kommt von rechts. Wir ziehen neu. Schmeißen hier die Pike Red raus. Defensive Wall wird gebaut. Genau, dann haben wir noch ein Haus bekommen. Das stellen wir auch gleich auf. Soll wieder ein paar mehr Reticence haben. Da ist noch eine Lücke frei. Und ich gehe jetzt noch nicht vor. Da sind wir ein bisschen zu spät dran. Die Wave ist schon da. Das heißt, wir können unseren Wall jetzt nicht mehr schützen. Den müssen wir dann einfach wieder aufbauen. Nichts super Interessantes. Da stellen wir ein Haus raus. Da stellen wir nochmal... Bauen wir mal den... Also da expandieren wir wieder auf der linken Seite diesmal. Da müssen wir dann gucken, dass wir rechtzeitig vorrücken. Nicht so wie rechts, wo ich zu lange gewartet habe. Das ist ganz schlecht, weil sich die Gegner da jetzt ansammeln. Und dann auf einmal auf unsere Abwehr stoßen. Das heißt, ich gehe hier jetzt zumindest mal raus. Und rücke vor. Ja, die kommen jetzt in einem großen Haufen. Das ist für uns dann ein bisschen schlechter. Das heißt, wir verlieren wahrscheinlich ein paar Einheiten. Das war nicht so gut, dass ich da nicht aufgepasst habe. Okay, ist trotzdem ganz gut gegangen. So, jetzt müssen wir uns schon wieder entscheiden hier. 5 Bounty und Gold verlieren oder mehr Angriffspower für unsere Einheiten und dafür Rebel-Karten bekommen. Lose half your Gold, wir haben ziemlich viel Gold. Bounty ist ganz nett. Kann man auf jeden Fall machen. Entscheide ich mich jetzt auch für.
Und da haben wir noch eine nette Kiste stehen. Ja, mal gucken, was es an Karten gibt. Barracks, ziemlich nice. Kann man immer mal wieder eine Militärkarte upgraden. Eine Einheit verbessern. Potter raus. Und da haben wir eine Quest erfüllt. Wir haben 10 Building Cards genutzt. Die habe ich jetzt noch nicht rausgeschmissen. Okay, wir dürfen jetzt Seeds klicken. Und wir dürfen jetzt Building-Karten auswählen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viele das jetzt waren. Vielleicht habt ihr es gelesen. Wir dürfen auf jeden Fall mehrere auswählen. Das ist die Herb-Karte. Das ist meiner Meinung nach die beste Building-Karte. Nicht Building, sondern die beste Economy-Karte. Wir dürfen jetzt Economy-Karten auswählen. Ich glaube, 3 Stück, ne? Und das war die beste. Land-Tax ist so die zweitbeste. Meiner Meinung nach, wie gesagt, kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Spielstil an. Und ansonsten gibt es jetzt keine, die so wirklich super spannend sind. Lottery ist irgendwie ganz witzig, ne? Ich glaube, das sind wirklich die beiden wesentlichsten Karten, die man haben sollte. Und ansonsten gibt es so ein paar Karten, die man haben kann. Und ich glaube, habe ich die 2-mal genommen? Ich habe mich dann, glaube ich, dagegen entschieden, die 2-mal zu nehmen, weil die dann doch ein bisschen zu oft kommen könnte. Ich habe eigentlich in meinem Deck selten Karten doppelt, ehrlich gesagt. Ich gucke jetzt noch so ein bisschen durch. Aber ich glaube, letztendlich entscheide ich mich dann dagegen, noch eine zusätzliche Karte zu nehmen. Weil man eben wirklich immer darauf achten muss, dass man nicht zu viel Zeug im Deck hat, damit dann die wichtigen Sachen halt auch dann kommen, wenn man sie braucht. Und unser Deck ist durch die Quests sowieso immer so ein bisschen aufgeblasen. Ja, Livestock-Karte haben wir ja auch schon. Genau, ich habe mich dagegen entschieden und wir dürfen sogar noch mehr wählen. Das ist abhängig vom Level unseres Helden. Das ist Level 2. Je höher das Level, desto mehr Karten dürfen wir dann auch auswählen. Da kommt schon die nächste Quest. 6 Karten entfernen können wir hier. Da können wir 300% Damage auf eine Skillkarte. Skillkarten haben wir kaum. Ich habe also nicht wirklich mit Skillkarten gespielt. Das heißt, das ist für uns eigentlich gar nicht interessant. Ich habe da wohl falsch gelesen. Das bringt uns jetzt gar nichts, weil wir, glaube ich, weiß nicht, wie viele Skillkarten wir überhaupt haben, wenn dann ganz wenige. So, jetzt Guards, das sind die Barracks. Die stellen wir auch hin. Ancient Coin. Jetzt kann ich irgendeine Karte hier den Preis verringern um 60. Das ist zum Beispiel interessant bei dem Musketier, der ziemlich teuer ist. Aber eigentlich, wie gesagt, eher bei den Karten, die man häufig braucht, zum Beispiel bei der Pike Rat, weil die stirbt ständig, die muss ich immer wieder neu hinstellen. Und da wäre es wichtig, dass die günstig ist. Deswegen mache ich das jetzt nicht beim Musketier, sondern ich mache es beim Banditen. Okay, auch okay. Pike Rat wäre fast schlauer gewesen. Aber man ist halt wirklich unter Stress die ganze Zeit, obwohl man da wirklich die Zeit hätte, in dem Moment, um sich das nochmal genau zu überlegen. Aber man ist trotzdem immer so ein bisschen im Flow einfach. Und man entscheidet sich nicht immer perfekt. So, jetzt haben wir hier wieder eine Pike Rat raus. Aber es ist halt auch so, dass die Pike Rats eigentlich nicht Endgame Dinger sind, also später nutzt man die dann ungern, die haben einfach zu wenige Hitpoints, die bringen dann auch nicht viel. Und die Banditen dann vielleicht schon eher, weil die auch ein bisschen Coins reinbringen. Das ist halt immer so diese Abwägungsgeschichte, das ist richtig schwer in dem Spiel. Es ist, man muss immer gucken, wie es aussieht, braucht man jetzt gerade mehr Coins, braucht man mehr Reticence, braucht man das, braucht man dies und dementsprechend die ganze Strategie immer wieder anpassen. Das war wieder so eine fiese Ramme. Potter raus, Bandit raus, Landtax und noch ein Militia. Ja, und das macht das Spiel einfach so super interessant, dass man permanent gucken muss. Und je nachdem, was man für Advisor hat, je nachdem, was man gerade für Quests laufen hat, dass man einfach immer schauen muss, was gerade jetzt Sinn macht. Man darf sich aber einfach auch nicht zu sehr ablenken lassen von diesen ganzen Kleinigkeiten, die es gibt. Zum Beispiel Quests. Also wenn man jetzt meint, man braucht diese Advisor nicht und hätte lieber was anderes, dann sollte man sich trotzdem, dass der David, der verbessert den Slinger so ein bisschen. Das heißt, jede 5. Attacke stunt der. Und zwar doppelt so lange wie normal, glaube ich. Ne? Also das ist hier der Schleuder-Advisor. Schleuderer sind ziemlich cool, weil sie eben den Gegner kurzzeitig stunnen, sodass der sich nicht verteidigen kann. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, da sollte man immer so ein paar mit drin haben. So, erstmal die nächsten Quests hier auswählen. Wir wollen Lifesteals, kurzzeitiger Effekt, 4 Building Cards, richtig nice. Da können wir uns dann tatsächlich aus allen Karten, die es gibt, aus allen Building Karten, Longsword Rat nehmen wir sofort. Crossbow Rat, auch ziemlich cool, kann man auch nehmen.
Und in Defensive Wall natürlich. Ja, also, wenn wir diese Quest erfüllen, dürfen wir wirklich aus allen Building-Karten, die es gibt, 3 auswählen. Oder ich glaube, 3 oder 4, je nachdem. Unser Held ist jetzt Level 3, also ich glaube, das sind dann sogar 4, ne? Und das ist halt richtig, richtig gut, weil man dann auch wirklich sich überlegen kann, welche Strategien man fahren möchte und dann einfach die entsprechenden Gebäude auswählen kann. Das ist halt super easy und das eliminiert so ein bisschen den Zufall bei der ganzen Geschichte. Von dem her ist der Held halt richtig, richtig stark. Aber das kommt immer erst so ein bisschen Richtung Endgame, das heißt am Anfang sind andere Helden deutlich stärker. So, da kommt die nächste Wave, wir sind jetzt bei Wave 17. Coins sehen akzeptabel aus, Reticence sieht akzeptabel aus. Das heißt, wir fahren da eine relativ gute Mischung eigentlich. Das ist immer das Allerwichtigste. Jetzt habe ich gemerkt, dass die Pillage-Karte gar nichts wert ist. Da haben wir sie jetzt mal nicht gespielt. Gala-Karte raus. Und dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Eine Armory. Alle Militärkarten kriegen 3 Angriffspower. Ich nehme den Warren. Da gibt es alle 120 Sekunden 2 Reticence dazu. Ja, da muss man sich immer entscheiden. Beides ziemlich gute Gebäude. Wir haben eine Quest erfüllt, wir haben 3 Military Cards bekommen und dafür dürfen wir den Schaden einer Skillkarte um 300% erhöhen. Wir haben aber gar keine Skillkarte. Die Quest hat uns also nicht so viel gebracht, aber die Armory ist ready und wir können jetzt eine Karte upgraden. Und ich nehme die Longsword Rat. Longsword Rat. Deutsch und Englisch mischen ist immer ein bisschen schwierig. Herb. Genau, die Herb-Karte. Seht ihr jetzt oben links den Timer laufen. Wenn der abgelaufen ist, halt die Karte alle Einheiten um 40% ihrer Hitpoints. Das heißt, die meisten sollten dann wieder maximale Hitpoints haben. Longsword Red raus, Schieß raus, Landhex raus. Dann müssen wir wieder warten, bis wir ziehen dürfen. Gut, aber Coins sehen jetzt richtig ordentlich aus. Also wir haben auf jeden Fall genug Cash. Das ist gar kein Problem mehr. Und ihr seht schon, unsere Retropolis hier wächst auch schon ganz ordentlich. Slinger. Banditen raus. Genau, wir brauchen jetzt überall so ein paar Slinger. Nächste Quest. 40 Tax Reward. Oder eine einzelne Karte. Um 8 Angriff upgraden. Ist jetzt nicht so umwerfend. 4 Building Cards. Schon wieder. Kann man eigentlich nie genug haben, ne? Ganz ehrlich, solange wir Platz haben, können wir eigentlich bauen. Wenn wir genug Cash haben. Morpheus. Da müssen wir uns wieder auswählen, was von den dreien ja das niedrigste Übel ist. Beziehungsweise hier kriegen wir sogar was richtig Gutes. Wir entscheiden uns für die Extension-Karte. Ist aber nur eine. Ist für uns jetzt mit dem Helden nicht so kostbar. Ansonsten mit anderen Helden auf jeden Fall. Ja, wir nehmen hier das Haus oder den Helden-Level. Beides in Ordnung. Oder ich entscheide mich hier scheinbar sogar dafür, irgendwas in die Karte rauszunehmen. Ich habe tatsächlich immer ziemlich Angst davor, dass ich mir mein Deck zu sehr zumüll. Weil es dann sehr schnell schief gehen kann, wenn man mal bestimmte Einheiten braucht, zum Beispiel irgendwie defensive Nahkampfeinheiten, wovon man dann 1 oder 2 hat. Und dann bekommt man die einfach nicht, weil das Deck zu voll ist. Das kann ziemlich schnell tödlich sein. Das heißt, ich habe da mal eine gelöscht. Und jetzt haben wir die Extension-Karte und ich entscheide mich hier für die Armory möglicherweise. Und bam, entschieden. Die bringt jetzt, glaube ich, statt 3, 5. Jetzt habe ich noch nachgeschaut. Neu gezogen. Landtags. Pillage machen wir nicht mehr. Die Pillage-Karte hätte ich eigentlich löschen sollen. Die ist genauso sinnlos. Also wir haben jetzt einige Karten, die wir langsam rausnehmen könnten. Wir können auch die Cheese-Karten langsam rausnehmen. Wir haben genug Cash. Und die Cheese-Karten machen auch das Deck unnötig voll. Jetzt haben wir mal das Helden-Level genommen. Und weiter geht's. Wir haben keine Reticence. Wir brauchen dringend mehr Häuser. Mal gucken, was wir kaufen können. Defensive Wall. Oh, da gibt's den Guardian. Das ist die beste defensive Einheit. Der absorbiert allen Schaden. Eine Farm nehmen wir auch, dass wir ein bisschen Cash haben. Und schützt eben die anderen Einheiten. Das ist super wichtig. Dann verliert man auch nicht ständig seine Banditen und so. Also der schützt alle anderen Einheiten. Das ist super gut. Da kommt schon wieder so eine Ratte reingerollt hier. Die sucht bei uns Schutz und will irgendwas. Das ist jetzt Wave 20. Jetzt wird es nochmal richtig kernig. Da kommt Nashorn. Genau, das hat einfach mal hier unsere Verteidigung platt gemacht. Das heißt, wir müssen uns zurückziehen und werden in den Rücken gestochen hier. Der erste ist tot. Zweite. Ja, also wir verlieren jetzt ein paar Einheiten. Richtig fies. Wir nehmen mal einen neuen Slinger, ein bisschen Militia dazu. Livestock-Karte raus oder lieber den Gatherer. Ne, Livestock.
Genau, und jetzt haben wir endlich so eine Defense Unit hier. Ein bisschen spät. Aber die kommt gerade noch rechtzeitig, um im Kampf ein bisschen was zu bringen. Hier expandieren wir so lange. Warum auch nicht? Und jetzt gucken wir, was dieser kleine, die kleine Ratte will. Neighboring Village. Die wollen uns eine Karte. Na, wir sollen denen eine Karte spenden. Haben wir jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Ne? Das ging schon wieder ein bisschen schnell. Und schon wieder müssen wir uns entscheiden. 2 Leader-Level und eine Rebellenkarte oder 1000 Gold und alle Advisor verlieren. Das war aber kein Fall. Das ist überhaupt nicht wert. Schon wieder entscheiden. Flooding Cards oder weniger Reticents. Und ich entscheide mich, glaube ich, für die Flood Cards, weil man die halt löschen kann. Früher oder später. Beziehungsweise man kann die rausschmeißen. Das kostet, glaube ich, einfach nur. Genau, wir reparieren unsere Wand da, unseren Wall. In der Kiste, das ist schon wieder eine richtig gute Kiste. Da ist jetzt der Guardian wieder drin. Da hätten wir ihn umsonst bekommen. Das heißt, wir nehmen was anderes. Und zwar Card Upgrade. Wir upgraden jetzt irgendeine Karte. Ihr seht schon, das Deck ist richtig voll gerade. Mal gucken, was wir upgraden. Wahrscheinlich den Guardian, das wäre so am wichtigsten am Anfang. Genau, das machen wir auch auf 180. Bam, bam. 180 Hitpoints, der hält jetzt schon ein bisschen was aus. Wir müssen den natürlich immer regelmäßig heilen, weil der steckt wirklich alles ein. Das heißt, der kippt dann auch relativ schnell um. Nächste Quest. 7 Advisor. Wir müssen 3 Advisor holen und bekommen dann zusätzlich 7 dazu. Das ist natürlich richtig krass. Ja, also es gibt ein paar richtig, richtig gute Quests, wie gesagt. Die werden später dann noch ein bisschen stärker, aber sind dann auch schwieriger zu erfüllen. Jetzt können wir eine Karte upgraden und das machen wir auch direkt beim Guardian. Der kriegt dann noch so ein bisschen mehr Damage, ein bisschen mehr Hitpoints. Und das kann man, glaube ich, alle 120 Sekunden machen. Herb. Da wird dann wieder geheilt, sobald der Timer abgelaufen ist. Wir rücken hier vor, endlich. Und jetzt haben wir diese Flood Cards. Die kann man einmal rausschmeißen, das kostet uns 75, aber dann sind wir sie endlich los. Und das Deck ist wieder frei. Okay. Können wir wieder neu ziehen. Noch 2 Flood Karten. Die haben wir auch raus. Den Musketier stellen wir damit dazu. Jetzt haben wir schon 3. Und jetzt kommt die nächste Welle hier von links. Ja, jetzt sind das schon diese Echsenmenschen mit den Äxten. Die sind ziemlich unentspannt. Potter, Longsword Red. Die hält ein bisschen mehr aus, das ist gut. Ein Slinger hinterher, eine Flakkarte schon wieder. Eine Gaza-Karte. Mal gucken, was da so drin ist. Ein Haus. Oder? Ja, Haus. Wir hätten natürlich auch eine Karte löschen können. Wir sind jetzt bei 71 Reticents, das ist schon mal ganz nett. Aber wir sind auch schon bei Wave 21, also da wird es auch Zeit, dass wir ordentlich Reticents haben. Wir haben noch sehr wenige Gebäude, also allgemein kein so gutes Spiel eigentlich, kein so guter Start. Uns fehlt da einiges, uns fehlen viele Gebäude und ich habe mich nicht immer optimal entschieden, ganz ehrlich. Aber wann macht man das schon? Ich habe mit dem dann noch nicht viel, mit dem Anführer noch nicht viel Erfahrung gehabt. Okay, nächste Wave kommt von rechts. Nächste Quest, 84 Reticents, wenn wir 3-mal expandieren. Das ist eigentlich unschlagbar. Das ist ziemlich einfach zu machen und das ist richtig, richtig stark. Also man sollte bei dem Anführer vielleicht fast so ein bisschen abwarten mit den Dingen, zum Beispiel mit dem Expandieren, bis man die entsprechenden Quests hat, weil die einfach unglaublich wertvoll sind. Military Cards. Weil irgendwann kann man nicht mehr expandieren und dann kann man diese Quests eben nicht mehr erfüllen. Und 84 Reticents ist schon richtig, richtig, richtig viel. Ja, da verlieren wir schon ein paar Einheiten hier. Unsere Leute gehen leider auch sehr weit vor. Das heißt, sie haben nicht mehr Support von den Wachen zum Beispiel. Viele Ranged Units kommen dann langsam nicht mehr so weit. Ich glaube auch die Schleuderer nicht so recht. Ja, die stehen jetzt, glaube ich, da hinten und machen nicht mehr viel. Ah, doch, die Schleuder noch. Ja, jetzt aber endgültig nicht mehr. Nicht mehr die Rifleman. Nicht mal die schießen noch. Das heißt, die haben sich so ein bisschen weit rausgewagt, haben es aber zum Glück zum großen Teil überlebt. Eine Farm. Auch ganz nett. Bringt auch mal ein bisschen Coins. Und die kann man gut hochskalieren. Wenn man sich so Baukarten auswählen kann, frei entscheiden kann, welche man haben möchte, dann ist das auf jeden Fall eine coole Idee, auf die Farms zu setzen, weil man die eben schön hochskalieren kann. Das sehen wir dann später noch. Okay, hier wird jetzt ordentlich abgegradet. Pillage haben wir immer noch. Die Karte. Das kann man wieder einkaufen. Natürlich den Wall. Die Brew-Karte. Noch eine Economy-Karte, die ganz nett ist eigentlich.
Die haben wir, glaube ich, vorher nicht genommen, ne? Die hatte ich komplett übersehen. Die hatten wir noch nicht. Die ist auch ganz nett. Ja, jetzt können wir wieder eine Karte upgraden. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht die Crossbow Rants ein bisschen upgraden soll. Die sind auch ganz nett. Oder die Musketeers, von denen wir schon ziemlich viele stehen haben. Aber am wichtigsten sind tatsächlich immer die Nahkampfeinheiten, weil Hitpoints bringen uns bei den Ranged-Einheiten nicht so viel. Der Musketier macht eh schon viel Schaden, den muss man jetzt nicht unbedingt upgraden, da geht dann vieles wahrscheinlich ins Leere. Die Nahkampfeinheiten sind einfach super wichtig. Da haben wir jetzt ein paar Redisons dazu bekommen, die Milchflasche und das andere waren Gold von unserer Farm. Die expandieren und rechts werden wir angegriffen gerade. Gucken wir jetzt auch mal rüber, was da so abgeht. Ja, da werden wir wieder von diesen riesen Echsenmenschen angegriffen. Guardian raus. Da hatten wir noch keinen. Ganz, ganz wichtig, dass wir nicht so viele Einheiten verlieren, wie wir das gerade tun. Und die nächste Quest. Nochmal 84 Reticents. Expandieren. Sollte man fast nochmal machen. 7 Building Cards ist natürlich auch richtig gut. Da brauchen wir 3 Advisor für. Das ist schon eine schwere Entscheidung jetzt. Kann man beides auf jeden Fall nehmen? Mal schauen, wofür wir uns entscheiden. Okay, nehmen die Baukarten. So, wie sieht's denn aus hier? Endlich ist er weg. Gut. Strange Encounter. 300 Gold oder wir können nicht mehr expandieren. Alles klar. Da hätten wir dann die Waves ein bisschen rausgezögert. Das heißt, die kommen dann 10 Sekunden später immer. Man hat ein bisschen mehr Zeit zwischen den Waves. Aber dafür dürfen wir nicht mehr expandieren. Das ist natürlich gar kein guter Plan. Das wollen wir nicht. Wir wollen weiter expandieren. 2 Reticents für jede Militärkarte. Die Festung. Fortress. Ist auf jeden Fall ganz nett. Wir haben ziemlich viele Militärkarten. Ich habe meiner Meinung nach auch zu viele Militärkarten mit reingenommen. Zum Beispiel den Crossbow. Die Crossbow Red hätten wir vielleicht rausnehmen können. Wir hatten ja schon einige Ranged-Einheiten. Und das ist jetzt so eine, von denen man nicht unbedingt braucht. Die Long-Range-Einheiten sind da, glaube ich, ein bisschen netter. Also wir haben auf jeden Fall zu viele Militärkarten. Wir müssen das Deck so ein bisschen verschlanken eigentlich. Nächster Angriff von links. Und wir hauen mal wieder ein paar Slinger raus. Da haben wir jetzt schon 4 stehen. Eigentlich genug. Mal gucken, was die nächsten Karten hier so hergeben. Wir haben einfach das Deck ist zu groß aktuell. Wir bekommen nicht das, was wir wollen. Schon wieder ein Slinger. Gut, ich hau ihn jetzt trotzdem raus, weil wir irgendwas raushauen müssen. Aber da sehen wir das dann schon ganz gut. Wir bekommen einfach nicht die Einheiten, die wir brauchen. Wir haben eigentlich genug Coins hier. Also wir könnten aktuell super gut mehr Leute hinstellen, aber wir bekommen einfach nicht diese Militärkarten, die wir brauchen. Da ist ein Musketier und ein Crossbow Red. Stellen wir beide hin. Sehr gut. Gather. Kiste. Taverne. Schmiede. Alles nicht so super umwerfend. Okay. Wir löschen mal wieder eine Karte. Und jetzt, glaube ich, lösche ich endlich mal diese... wie heißt sie? Pillage-Karte. Wo auch immer die ist. Ich sehe sie gerade auch nicht. Irgendwo muss die noch sein. Genau, Pillage, da ist sie. Kostet 15, zweite Reihe. Die hauen wir jetzt endlich mal raus. Und wir haben immer noch die Cheese-Karten drin, die wir nicht mehr wirklich brauchen. Da müssen wir jetzt dringend mal aussortieren. Nächste Wave kommt von rechts. Go, go, go. Guardian, haben wir jetzt 2 stehen. Ist nicht verkehrt, dass man da ein paar mehr stehen hat, dass diese so ein bisschen unter sich aufteilen irgendwie. Und die nächste Quest. 7 Building Cards. Dafür müssen wir 15 Mal einen Building Effekt nutzen. Also praktisch zum Beispiel die Flasche einsammeln oder das Gold einsammeln. 7 Advisor, wenn wir Economy Cards nutzen. Machen wir auch auf jeden Fall. Kann man genauso gut machen. Rechts ist 3 Economy Cards bekommen. Das werden wir nicht mehr, weil wir keine mehr brauchen. Das heißt, ich will eigentlich keine mehr. Das heißt, ich kann die Quest eigentlich auch nicht erfüllen. Das heißt, die Quest fällt zum Beispiel komplett raus. Wir können es jetzt zwischen den linken beiden entscheiden. Ich entscheide mich für die Building Cards mal wieder. Okay. 25. Die kommen ja so ein bisschen langsamer rein. Das ist ganz angenehm, aber die haben auch echt viele Hitpoints, wie ihr seht. Irgendwer bei uns macht scheinbar 155 Schaden. Das ist schon mal ganz ordentlich. Wow. Mach sie weg. Ja, so. Unsere Tanks leiden schon ordentlich. Wir hauen mal so einen Longsword Red da raus. Militia.
Und da sammeln wir wieder ein paar bisschen Getreide ein. Karte löschen oder Haus? Beides gut, ne? Schwere Entscheidung, wir nehmen das Haus. Okay, da ist schon wieder so eine Ratte, die irgendwas will. Hi, ein Engineer Advisor. Aber wir dürfen nicht mehr expandieren. Ich will weiter expandieren. Lasst mich in Ruhe. Jetzt können wir eine Karte upgraden. Wir ziehen auch direkt mal neu. Und upgraden dann den Guardian. Bam, bam. Macht er schon 20 Schaden. Fast 200 Hitpoints. Da haben wir eine Flasche. Die müssten wir auch einsammeln. Jetzt gehen wir erstmal shoppen. Defensive Wall. Und der Rest ist jetzt nicht so umwerfend. Die Brew-Karte haben wir schon. Genau, es gibt jetzt zwei Retisons. Das gibt ein bisschen Gold. Und dann haben wir die Pottery-Karte raus. Brew-Card. Guardian. Noch ein Haus irgendwo unterbringen. Und jetzt wird es dann langsam richtig, richtig spannend. Also jetzt endet dann eigentlich das normale Spiel bei Wave 30. Wir machen ja dann noch weiter, weil Nightmare. Das wird dann nochmal richtig brutal. Nächste Wave kommt. Garda-Karte rausgeworfen. Und wir haben wieder eine Quest abgeschlossen. Ancient Gear. 20 Labor Cards. Haben wir geschafft. Ich habe die jetzt aber noch nicht ausgespielt. Cheese. Land Tags. Longsword Red. Ja, die machen schon richtig böse Aua. Wir verlieren einige Einheiten. Wir haben jetzt alle Nahkämpfer verloren. Das heißt, unsere Fernkämpfer werden gerade zerlegt. Und ich nehme erstmal eine neue Quest an. Ich weiß nicht, ob ich das alles genau registriert habe, was da passiert ist. 14 Karten entfernen wollen wir nicht, das ist viel zu viel. 7 Military Cards. Auswählen. Das ist natürlich ganz nett. Dann haben wir nämlich alle, die wir brauchen. Da können wir uns dann wirklich jede Military Card nehmen, die wir wollen. Ich habe jetzt aber gar nichts gemacht, weil wahrscheinlich die Anforderungen dafür zu hoch waren. Und ich hoffe, ich habe gesehen, dass wir da keine Nahkämpfer mehr haben. Da können wir gar nicht mehr expandieren. Das heißt, wir expandieren auf der anderen Seite. Da kommt aber schon die nächste Wave. Das heißt, ich sollte eigentlich warten. Livestock. Ancient Gear. Das haben wir erfüllt. 4 Building Cards können wir uns jetzt auswählen. Ich glaube, ich habe das tatsächlich übersehen, dass wir da... dass wir da keine Nahkämpfer mehr haben an der linken Flanke. Das ist ganz schlecht. Factory. Das heißt, wir können schneller neue Karten ziehen. Ganz cool, ganz wichtig. Granary. Damit können wir eben die Farmen dann hochskalieren. Da kriegen wir gleich mal das Doppelte an Cash. Public Bath verlängert den Zeitraum zwischen den Waves. Auch eine super wichtige Karte. Dass wir einfach ein bisschen mehr Zeit haben, ein bisschen weniger Stress. Damit können wir Karten löschen mit der Monastery. Und jetzt nehmen wir noch die Granary dazu. Genau, also wir können dann Karten aus unserem Deck komplett entfernen. Alle 120 Sekunden oder sowas in der Art. Die Karten taugen alle nicht so viel. Brauchen wir nicht unbedingt. Das heißt, wir nehmen das Upgrade. Und upgraden? Mal sehen. Wir könnten zum Beispiel auch das Public Bath upgraden. Das wäre auch ganz nett. Aber wie die Longsword Red ist natürlich auch super nice. Dann hauen wir Livestock raus. Da haben wir die Quest erfüllt. Die Building Cards. Jetzt bekommen wir nochmal 4 Building Cards. Ich überlege gerade, ob ich die gerade brauche. Ich habe sie jetzt nicht ausgespielt. Wir hauen jetzt das Bath raus. Hätte ich eigentlich direkt machen sollen, weil warum nicht? Wir haben gerade genug Cash. Die Granary. Bandit. Und ja, wir brauchen hier Nahkampfeinheiten. Jetzt habe ich es dann, glaube ich, langsam doch mal gesehen, dass da ein bisschen was fehlt. Wir haben jetzt eine Nahkampfeinheit und die taugt nichts. Go, Potter raus. Zweite Nahkampfeinheit. Taugt auch nichts. Monastery. Wir brauchen Nahkampfeinheiten. Go, go. Noch ein Slinger. Wir gucken jetzt gar nicht nach links, weil gar nicht nach rechts, weil links eigentlich viel zu gefährlich ist. Wir müssen uns nur um links kümmern gerade. Zieh neu, weiter geht's. Wir haben wieder eine Quest erfüllt hier. Aber ich sehe jetzt doch, dass wir hier ein bisschen Stress kriegen gerade. Eine Livestock-Karte, das ist die Quest. 3 Building-Cards. Jetzt machen wir es endlich. Wählen nochmal welche aus. Und zwar den Watchtower. Ich merke, es gibt gerade Stress. Wir brauchen ein bisschen Support. Da ist der Watchtower ganz nett. Außerdem sind wir schon maximal expandiert aktuell. Das heißt, da können wir den dann auch hinstellen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir könnten noch den Draw-Zeitraum verringern. Eine Factory haben wir schon. Könnte ich noch eine zweite holen. Weiß nicht, ob sich das jetzt unbedingt lohnt. Ich nehme noch eine Monastery, weil wir öfter Karten löschen wollen. Und mich das echt stresst.
Deswegen habe ich jetzt einfach meine zweite genommen, weil ich eben immer Angst habe, dass das Deck vermüllt wird, was es ja eigentlich schon ist. Und was wir noch nehmen könnten, wäre zum Beispiel wieder so ein Warren, ganz nett, ein Armory ist ganz nett. Es gibt ziemlich viele nette Sachen eigentlich. Public Bath ist halt ziemlich groß. Muss man dann entscheiden, ob man viele davon haben will. Apartments, auch super nice. Mehr Retizens. Mal schauen, was wir nehmen. Ja, wir nehmen nochmal den Warren. Und weiter geht's. Ja, also dass der Wald zerstört, den müssen wir erst wieder aufbauen. Und dann können wir da expandieren. Also vorrücken. Und da haben wir den Watchtower, den kann ich halt jetzt nicht hinstellen. Den stelle ich dann wahrscheinlich komplett auf die andere Seite. Da wäre auch wichtiger für uns. Hier können wir nicht mehr expandieren, das heißt, der Watchtower steht da für längere Zeit auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Sinn, den da hinzustellen. So, zwei Retizens, Karte upgraden. Gucken welche, vielleicht auch mal eine andere. Können auch die Longsword Red mal upgraden, aber der Guardian ist natürlich der wichtigste. 200 Hitpoints, haben wir es jetzt geschafft. 204. Und jetzt hauen wir hier hoffentlich ein paar gute, starke Einheiten rein. Wir bräuchten halt den Guardian dringend. Aber wir haben auch links, rechts. Wir haben rechts auch ziemlich viel Stress. Da sieht es auch so aus, als würden wir Einheiten verlieren. Ja, definitiv. Das heißt, ich hau die jetzt gerade hier raus, weil da sind sie gerade dringender benötigt. Die laufen immer so ein bisschen zu weit vor und teilen sich dann auf und kämpfen nicht mehr zusammen. Das ist sehr ungünstig für uns. Indeed. Gather, Brew. Und die nächste Quest. 3500 Gold, wenn wir 20 Retizens dazu bekommen. Kann man machen. Brauchen wir nicht. Wir haben genug Gold. Bringt uns nicht wirklich was. Wir können eine Karte upgraden. Mehr Attack Damage. Wir können eine Karte upgraden auf eine Skillkarte upgraden. Auf 700% Damage. Bringt uns gar nichts, weil wir, glaube ich, keine Skillkarten haben, wie gesagt. Das heißt, ich würde da eigentlich gar nichts nehmen. Das bringt uns zu wenig. Zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, nein. Damals habe ich es auch gesagt. Und Redraw Time, minus 3 Sekunden, ist echt nice. Leader Ability Cooldown brauchen wir nicht, weil wir sowieso immer zu viele Quests haben. Das heißt, das ist für uns die beste Wahl. Haus oder Karte? Haben wir schon Land Tax. Treasure Hunter ist natürlich nett. Kann man machen. Da kriegt man ab und an eine Treasure Chest und der ist auch gar nicht so schlecht. Gut, wir upgraden endlich diesen Wall. Rücken vor und hoffentlich kümmere ich mich jetzt um die linke Flanke, weil die braucht dringend jemanden, der sich darum kümmert. Ja, und jetzt sehe ich das dann auch so ein bisschen. Es ist wirklich schwer, seine Augen überall zu haben. Jetzt ist es ein bisschen spät eigentlich, weil die Wave hier wirklich schon reinkommt. Aber wir haben zumindest einen Defender hier stehen. Ja. Sieht so aus, als könnten wir die Wave hier noch ganz gut schaffen. Aber wir müssten hier trotzdem dringend upgraden. Da war die erste Treasure Hunter-Rette. Das gab jetzt schon 300 Coins. Also die Farmen bringen jetzt schon 300. Das ist schon ziemlich gut. Ein Longsword und eine Militia-Rette. Die Militias sollten wir eigentlich auch inzwischen schon aus dem Deck rausgelöscht haben, weil die einfach für den Stand, wo wir jetzt sind, so spät im Game, fürs Late-Game, sind die nicht mehr geeignet. Wir nehmen noch einen Watchtower. Und genau, wir haben wieder eine Quest erfüllt. Wir dürfen jetzt wieder auswählen. Wir wählen jetzt wieder Gebäude aus. Und ja, Watchtower kann man machen. Ist auch nicht mehr so interessant. War jetzt eher so interessant am Anfang des Games. Macht einfach zu wenig Schaden jetzt im Late Game. Wir könnten noch eine Granary nehmen, den Cash Income upgraden. Brauchen wir aber nicht, weil wir genug haben eigentlich. Wir könnten Barracks nehmen und Karten upgraden. Das ist auf jeden Fall cool. Eine Library wäre super wichtig, dass wir mehr Karten bekommen, wenn wir Karten ziehen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Karten ziehen, bekommen wir eine zusätzliche Karte. Das hätte ich nehmen sollen, habe ich nicht dran gedacht. Weil das eben noch so ein bisschen neu für mich ist, dass ich wirklich aus allen Karten auswählen kann. Und das ist dann echt schwierig, sich auch zu entscheiden, was man gerade aktuell braucht. Und die Library wäre, glaube ich, für uns ziemlich wichtig gewesen, weil wir eben so ein großes Deck haben. Dass wir dann auch immer die Karten bekommen, die wir brauchen. Und ja, Apartments wären natürlich nett. Man kann sich eigentlich nicht falsch entscheiden. Es gibt so viel gutes Zeug. Wir könnten auch eine Aid Station nehmen, dass unsere Leute hochheilen können. Wir haben im Moment nur die eine Karte, mit der wir hochheilen können. Die heilt dafür aber um 40%, also die ist schon ziemlich gut. Okay, was nehmen wir noch? Eine Armory, die ist natürlich auch nett. 3 Angriffspower für alle Einheiten, das ist natürlich für alle Karten, die man ausspielt. Ist schon ziemlich nett. Problem ist, wir haben halt schon ziemlich große Armeen hier stehen.
Und denen bringt es natürlich nichts mehr, weil die stehen ja schon. Das ist nur für unsere Karten und es wirkt sich dann auch nur für die Einheiten aus, die wir in Zukunft ausspielen. Schießkarte, natürlich die Level 2, die bringt mehr. Und Treasure Chest. Karte löschen? Ja, ich lösche tatsächlich mal wieder eine Karte. Obwohl wir jetzt schon, ich glaube, 2 Monasteries stehen haben, ne? Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, da wäre das Haus dann natürlich netter gewesen. Wir löschen die Rebel Card. Aber wir haben halt viele Karten, die wir dringend mal löschen müssten. Bandit raus. Treasure Hunter. Gather-Karte. Wir haben 42 Rattersons Platz, also ich sollte eigentlich einfach nur Leute spammen, egal was. Und jetzt können wir direkt wieder eine Karte löschen. Die Monastery ist fertig und ich hau so eine Schießkarte raus. Die einzige Level 1er Schießkarte, glaube ich. Defensive Wall, Apartment und Markt. Das war das, was ich eigentlich am Anfang hätte kaufen sollen. Haben wir jetzt danach geholt. Bisschen spät. Ziehen wir neu. Und hauen hier so ein paar Nahkämpfer raus. Ja, jetzt haben wir nur noch 36 Rattisons Platz gehabt. Jetzt haben wir wieder 42, also wir verlieren ordentlich Einheiten. Nächste Quest. Bounty. Tax. 20 Karten, 20 Labor-Karten nutzen, dann bekommen wir 70 Bounty. Können wir auf jeden Fall mal machen. Hier nutzen wir relativ viel Labor-Karten. Okay. Sieht schon wieder so aus, als würden wir da vielleicht einen verlieren. Wir bräuchten ein bisschen mehr Heiler. Das wäre jetzt ziemlich wichtig für uns. Militia, Crossbow. Und dann expandieren wir wahrscheinlich. Ah, können wir gar nicht mehr. Ne? Wir können nicht mehr expandieren. Treasure Chest. Nix mega interessantes. Ja, dann löschen wir halt eine Karte, ne? Rebellenkarte. Die war komischerweise schon Level 2. Ja, Apartment bauen. Ganz wichtig. Obwohl wir eigentlich genug Rattersons haben. Jetzt haue ich noch eine Cheese-Karte raus aus dem Deck. Ich sollte auch die Militia-Karte löschen. Die ist einfach nicht mehr so wichtig. Die Livestock-Karte ist auch nicht mehr wirklich wichtig. Könnten wir auch rausschmeißen. Aber die ist immer noch ganz nett eigentlich. Die kann man schon behalten. Ist jetzt nicht so das Ding. Ich schaue einfach mal durch die ganzen Quests. Das ist immer wichtig, dass man so ein bisschen im Auge hat, was man machen muss. Wir sollen eben ganz viele Advisor sammeln. Wir sollen auch expandieren. Wir sollen Labor-Karten nutzen. Das machen wir sowieso. Das ist das Einfachste. Expandieren können wir halt jetzt momentan nicht mehr. Das heißt, ich könnte die Karte löschen. Aber wir werden später wieder expandieren dürfen. Deswegen können wir die auch noch drin lassen, die Quest. Das ist halt ein schlechter Zeitpunkt, dass ich die angenommen habe. Aber die ist halt auch, die bringt 120 Rattisons oder so. Das ist natürlich auch schon einiges. Das heißt, wir schmeißen jetzt wahrscheinlich wieder so eine Cheese-Card raus. Da haben wir auch zu viele von. Ja, erstmal entscheiden. Aber ich gucke halt wirklich so ein bisschen das ganze Deck durch. Und wir haben einfach zu viel drin aktuell. Da hätte ich mich so ein bisschen mehr entscheiden müssen eigentlich. Was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Wir haben auch sehr viele Fernkämpfer drin. Vielleicht auch so ein bisschen die falschen. Ein Langbogenschütze wäre noch ziemlich nett. Jetzt können wir wieder eine Karte hier ein bisschen upgraden, trainieren. Jetzt trainiere ich scheinbar dann mal die Longsword Red so ein bisschen. Dass die auch was abkriegt. Bam, bam. Hat jetzt auch über 100 Hitpoints. Ziemlich nice. Nächste Wave kommt von links. Landtax, Livestock noch nicht. Erstmal den anderen hier raus. Banditen und Treasure Hunter. Hier bräuchten wir dringend wieder einen Defender. Aber den bekommen wir halt gerade nicht. Da ist der Guardian hier links. Den sollten wir sofort hier raushauen. Natürlich erst Potter, Musketier. Guardian, go, go. Der ist wichtig. Und Slinger haben wir jetzt schon 7 Stück. Das heißt, die brauchen wir wirklich nicht mehr. Gather-Karte. Und da kommt der Boss. Wir sind bei Wave 30. Also hier wäre jetzt das normale Game zu Ende. Ist auch eigentlich schon lang genug. Wir sind schon ziemlich lange dabei. Das ist der Endboss praktisch. Und der hat auch wirklich viele Hitpoints. Wir haben gerade geheilt. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Wir werden da auf jeden Fall ein paar Leute verlieren. Aber das sieht echt gut aus. Jetzt haben wir hier noch so eine Longsword Rat raus. Treasure Hunter. Die ganzen Nahkämpfer, die sterben, müssen jetzt wieder rausgeworfen werden. Ausgeglichen werden. Genau, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch schon beenden. Oder wir machen weiter. Wir machen natürlich weiter. Und jetzt wird es richtig böse. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir wollen weiter expandieren.
und bezahlen dafür mit 50% unsere Einheiten oder wir bezahlen dafür mit 50%. Ja, das ist das Gleiche, ne? Wir bekommen nur unterschiedliche Sachen. Also wir müssen 50% der Einheiten bezahlen. Bam. Und dafür dürfen wir jetzt expandieren. Okay, das haben wir gemacht. Das heißt, wir können jetzt wieder weiter expandieren. Die Wachtürme bringen dann natürlich nicht mehr so viel. Das ist traurig, aber wir haben jetzt nur zwei Teile stehen. Ist jetzt nicht so super wichtig. Nächste Quest, 7 Skill Cards. Wollen wir nicht unbedingt. 70 ATK, ATP, also Angriffspower, ATK stand da, ne? Weiß nicht, wofür die Abkürzung eigentlich sein soll. Einfach Attack Power wahrscheinlich oder sowas in der Art. Komische Abkürzung, kennt man so nicht. Lentex. Und die Wand raus. Okay. Vorrücken, so schnell wie möglich. Nicht vergessen. Genau, also die Watchtower bringen uns jetzt nichts mehr. Die stehen dann zu weit hinten. Und dann upgraden wir hier noch so ein bisschen. Wir haben 80 Retisons frei. Also wird höchste Zeit, dass wir uns darum kümmern, hier mehr Leute ranzukriegen. Letzte Cheese-Karte raus. Brauchen wir jetzt nicht mehr, auch wenn sie Level 2 ist. Eine einzelne bringt uns sowieso nichts. Wir haben ja auch keine Cheese Factories hier stehen. Okay. Hier, hau mal raus hier. 75 Platz haben wir noch. Wir haben auch genug Cash. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, einfach nur rauszuhauen. Wir haben viele Leute verloren. Nächste Quest erfüllt. 7 Building Cards dürfen wir jetzt auswählen. 7 Stück. Also da kann ich wirklich alles nehmen, was wir irgendwie haben wollen. Direkt expandieren, mal einen Watchtower dazu. Und was können wir noch machen? Eine Library. Wie wäre eine Library? Barracks ist auch nett. Public Bath geht natürlich auch. Eine Granary. Noch weiter die Farm hochskalieren. Dann sollten wir fast eine Farm dazu nehmen, wenn wir das machen. Aber wir haben ja eigentlich genug Cash. Also ich weiß gar nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber man weiß nie, wie viel Cash man in Zukunft noch brauchen wird. Von dem her ist es immer gut, das zu haben. Und jetzt nehmen wir noch eine Smithy dazu. Karten upgraden. Ist ein bisschen spät jetzt, weil das bald einen Malus drauf geben wird auf solche Gebäude. Dann werden die nicht mehr so häufig ihre Funktionen liefern können. Und dementsprechend macht es jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, in dem Stand des Spiels sowas noch dazu zu nehmen. Also solche Gebäude mit Timer und Fähigkeiten, da bin ich ein bisschen spät dran eigentlich. Aber das hatte ich da auch nicht mehr so ganz im Kopf. Ich hatte länger nicht mehr den Hard Mode hier gespielt. Also da gibt es unglaublich viel, worauf man achten muss. Gerade dann, wenn man hier den Hard Mode spielt. Okay, lieber das Haus, oder? Easy. Quest erfüllt, 126 Retisons. Jetzt haben wir halt 136 Platz. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich raushauen. Und da ist es halt ein Problem, dass wir so ein vermülltes Deck haben, weil wir dann einfach nicht die Einheiten bekommen, die wir gerne rausschmeißen würden. Und da zählt natürlich jede Sekunde, weil bei der nächsten Wave wollen wir natürlich alle draußen haben, wenn es geht. Militia-Karte raus, die brauchen wir nicht mehr. Die ist zwar inzwischen ziemlich gut eigentlich. Die hat hier den Bonus von den verschiedenen Gebäuden, die wir stehen haben. Aber die anderen Karten sind halt viel besser, also es macht keinen Sinn mehr, jetzt noch Militias da rauszuwerfen. Ja, also wir haben ziemlich viele Karten. Gather-Karte können wir auch wegwerfen. Die bringt uns auch zu wenig. Granary. Go, Farmen hochskalieren. Okay. Go, hau alle raus hier. Wir haben immer noch 120 Platz. Das ist halt wirklich wichtig. Und jede Einheit, die wir rausschmeißen können, die schützt uns. Und je mehr wir haben, desto weniger verlieren wir auch bei jedem Angriff. Ja, also das ist auch super interessant, sich zu überlegen, was man eigentlich am liebsten für eine Einheitenkomposition haben möchte. Ich habe da so ziemlich wild alles genommen. Nightmare, müssen wir uns jetzt entscheiden. Ist ja der Nightmare-Modus, also entweder alle Militärkarten minus 50 Damage oder Building Production Time 100%. Das ist das, was ich meinte. Das heißt, die Gebäude brauchen jetzt doppelt so lange, um ihre Boni abzuliefern. Dementsprechend sind die praktisch nur noch halb so viel wert, bringen uns nur noch halb so viel. Und deswegen macht es jetzt nicht mehr so viel Sinn, so solche Gebäude aufzustellen, sondern lieber irgendwelche mit einem permanenten Bonus. Das bringt uns dann hier im Late Game einfach mehr. Zwei Kisten. Da war der Treasure Hunter am Start scheinbar. Nichts super Interessantes. Das heißt, wir nehmen das Haus. Und hier auch nichts Interessantes. So ein paar Skillkarten sind es. Und dann nehmen wir jetzt auch ein Haus. Gut. Ja, und dann
hauen wir ein paar Guardians hier raus. Dann haben wir da schon mal zwei stehen zumindest. Zwei ist absolutes Minimum. Da sollten wir eigentlich noch ein paar mehr stehen haben. Nächste Quest. Wir nutzen unsere Heldenfähigkeit. 7 Military Cards. Wie gesagt, das hatten wir glaube ich schon mal. Da habe ich es glaube ich nicht genommen. Das ist super cool, weil es halt einfach viele Military Karten gibt, die man gerne hätte. Und da kann man sich dann wirklich alle nehmen, die man braucht. Und dann ist man da bedient in der Richtung. Das ist super viel wert. Das fehlt bei anderen Helden wirklich. Also bei anderen Anführern. Das ist hier ein Riesenbonus. Das hätte ich viel früher machen sollen. Aber es ging halt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht auf. Kommt immer darauf an, welche Quests man kommt. Das kann man sich nicht so wirklich... Man bekommt. Das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Defensive Wall. Und ein Medic. Jetzt haben wir dann endlich den Medic. Das ist zum Beispiel so eine Einheit, die man unbedingt braucht und gerne hätte. Und genau aus dem Grund macht es dann eben Sinn, relativ früh mal diese Quest anzugehen, wenn man da die Chance bekommt, die irgendwie abschließen zu können. Okay. Weiter geht's. Public Bath. Machen wir mal die Timer zwischen den Wellen ein bisschen länger. Da kommt der erste Heiler. Und die Medics, die heilen immer einzelne Einheiten hoch. Alle paar Sekunden. Okay, wir expandieren hier erstmal. Und das ist für uns echt wichtig, dass unsere Tanks immer hochgeheilt werden, weil die kassieren natürlich ständig Schaden. Die Medics sterben leider auch ziemlich häufig, weil die einfach immer ziemlich nah rangehen. Die heilen ja die Leute hoch, da müssen sie nah ran. Das heißt, man verliert die auch häufig mal. Also muss man auch drauf achten. Ihr seht schon, unsere Stadt ist jetzt richtig groß. Ist eine echte Retropolis hier. Armory? Armory ist ziemlich cool. Ich würde jetzt fast die Armory nehmen. Berserker kann man natürlich nehmen, aber wie gesagt, wir haben zu viele Karten inzwischen. Das ist so ein relativ schwacher Nahkämpfer. Den würde ich jetzt im Late Game nicht mehr auswählen. Habe ich auch nicht gemacht. Pottery. Herbs. Treasure Hunter oder was das war. Und Musketier. Go, go. Da ist die Armory. Gut. Wave 34. Ja, jetzt wird es immer spannender. Und je weiter man fortschreitet, desto mehr negative Effekte hat man halt auch. Das geht jetzt wirklich alle paar Waves dann weiter. Mr. Medic. Da haben wir schon 3 Defense Units. Das heißt, da brauchen wir keine. Die nehmen wir rüber zur anderen Seite. Ich gucke auch mal, ob wieder irgendwas abholfertig ist. Nee, sieht nicht so aus. Hier brauchen wir dann auch. Da haben wir dann auch 3 Defense Units. 3 große. Und Schwertträger. Läuft. Gut. Nichts mehr fertig. Also ihr seht, die Timer sind wirklich länger geworden. Das dauert jetzt ein Weilchen, bis sowas fertig wird. Da ist ein Schmetterling. Wir durften ja zwischendrin mal so Seeds anklicken. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht, weil einfach zu viel los war. Und da bekommt man dann zusätzliche Karten. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Geschichte. Aber da war einfach gerade zu viel Action scheinbar. Und die Fleder, also diese Schmetterlinge, so heißen die Dinger, nix Fledermaus, die kann man auch anklicken und da bekommt man jedes Mal Gold, wenn man so einen anklickt. Das ist auch ein so Event, was halt kommen kann. 7 Skillkarten wollen wir nicht. 14 Karten entfernen, das ist sowieso ein bisschen viel. Wir wollten jetzt vielleicht noch 2, 3 entfernen. 7 Military Cards auswählen, haben wir schon gemacht, eine andere Quest. Das heißt, die macht auch gar keinen Sinn für uns. Bin jetzt so ein bisschen von hinten nach vorne vorgegangen. Von rechts nach links. Noch ein Haus. Landtax. Militia. Und erstmal neu ziehen. Jetzt kommen auch ziemlich viele so Anfangseinheiten wieder. Das ist auch ganz interessant. Jetzt kommen einfach mal nicht so starke Einheiten, sondern Massen von kleinen Einheiten. Ihr seht auch unsere Blitze immer wieder runtergehen. Auch ganz witzig. Also was jetzt ziemlich nützlich ist, ist halt so Flächenschaden, was wir nicht so viel haben. Ich glaube, okay, Nightmare. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden, für was schlecht ist. Entweder werden alle Karten um das Doppelte teurer, also um 100%. Oder das Income sinkt um 50%. Und Income ist natürlich wichtig. Das würde ich lieber behalten und dann lieber die einzelnen Karten ein bisschen teurer machen. Weiß nicht, ob das... Ich denke, das ist die richtige Denkweise. Müsste man auch sich erstmal wirklich Gedanken drüber machen. Das sind so Sachen, da müsste man erstmal sich das wirklich durchrechnen, was da mehr Sinn macht. Na, ich glaube, das macht mehr Sinn. Hier hauen wir einen Heiler raus. Musketier, Banditen... Und die Brew-Karte. Ja, also das ist wirklich tiefgehend. Das ist halt das so unter Stress. Jetzt haben wir endlich die Shield Rat bekommen. Das ist zum Beispiel auch ziemlich cool. Die absorbiert ab und an Schaden und ich glaube bei jedem 4. Angriff oder so nimmt die gar keinen Schaden. Die ist dann praktisch immun gegen den Angriff.
ziemlich starke Einheit auch. Starke Defense-Einheit. Ja, also man muss sich wirklich Gedanken drüber machen. Unter Stress. Das ist super interessant an dem Spiel. Wir haben eine Quest abgeschlossen. 20 Labor Cards und irgendwas dafür bekommen. Ich glaube, mehr Retisons. Ne? Irgendwas in der Art. Geht halt alles super, super schnell. Da kommt die Longsword Red, Shield Red, Medic. Jetzt haben wir schon zwei Medics. Wir sollten schon so 3 bis 4, vielleicht sogar 5 haben, denke ich. Wir haben auch super viele Einheiten. Ein Haus oder eine Karte? Da gibt es die Library. Und da nehme ich sie dann auch. Da habe ich sie dann endlich wieder gesehen und sofort ausgewählt. Ganz wichtig. Wir expandieren erstmal wieder. Das ist eine schöne Truhe. Peddler. Die Karten, die wir kaufen, kosten weniger. Wir kaufen wenige Karten, macht keinen Sinn. Wir kaufen kaum noch Karten, wir haben fast alle. Heiler. Upgrade macht auf jeden Fall Sinn. Wir könnten zum Beispiel auch die Library upgraden, bevor wir sie hinstellen. Das ist auch cool. Aber das gilt dann nur für die eine Karte und für die eine Library zum Beispiel. Also ich denke, der Medic war die bessere Wahl. Karte löschen. Was können wir denn noch löschen? Wir haben jetzt immer noch die Militia drin zum Beispiel. Die hauen wir jetzt, glaube ich, auch raus. Livestock ist zwar irgendwie nett, aber ich würde fast jetzt alles rausschmeißen, was man nicht irgendwie braucht. Wir haben ja offensichtlich genug Cash. Das ist nicht unser Problem. Unsere Farm bringt jetzt schon 500. Aber halt nicht mehr so oft. Herbs. Guardian. Pike Rat. Library. Slinger. Okay, nächste Quest. 140 HP für eine Military Card. Wir brauchen 20 Retisons. Das geht automatisch. Das ist also eine ziemlich coole Geschichte. Da brauchen wir gar nicht groß gucken, was die anderen Karten sind. Okay, Potter 1 zu spät rausgeworfen. Medic. Bandit. Okay, das war schon mal ganz nett. Also jetzt sehen wir auch, wir haben jetzt hauptsächlich Kämpfer im Deck. Das heißt, wir schmeißen eigentlich immer auch ordentlich Leute raus, jede Runde. Jedes Mal werden wir ziehen. Und das ist halt einfach wichtig, dass wir die Karten bekommen, die wir auch wirklich brauchen. Vierte Defense-Einheit. Potter. Treasure Chest. Wir nehmen ein Haus. Okay. Ja, läuft ziemlich gut. Also wir sind echt gut aufgestellt aktuell. Sieht ziemlich gut aus. Wir haben jetzt aber so eine Defense-Unit wieder verloren. Also man sieht schon, wir fahren auch immer Verluste ein. Obwohl die Einheiten wirklich schon, ich weiß nicht, wie viele Hitpoints haben. Der hatte schon 300 Hitpoints, ne? Sowas in dem Dreh. Das verringert den Schaden aller gegnerischen Einheiten. Das ist auf jeden Fall cool. Aber verringert den Schaden halt nur um 1. Also bringt nicht super viel. Jetzt können wir wieder eine Karte upgraden hier. Und zwar die Shield Red. Die ist ja auch ziemlich wichtig. Defensive Einheit. Dass unsere Front nicht fällt. Macht auf jeden Fall Sinn. Da sieht man auch direkt, was man bekommt, wenn man upgradet. Und weiter geht's. Also wir bräuchten ein bisschen mehr Heiler möglicherweise. Dass wir unsere defensiven Einheiten nicht verlieren, unsere Tanks. Da haben wir jetzt dann schon 4, also das ist dann schon ganz ordentlich. Mal gucken, ob das jetzt besser läuft. Shield Rat. Pike Rat. Die ganzen Nahkämpfer. Wir haben jetzt auch schon, wie viele? 9 Musketiers. Das heißt, ich habe jetzt mal keinen zusätzlichen mehr rausgeworfen. Und da haben wir die Wave geschafft. Keine super Karte, super interessante Karte. Delete. Könnte man. Gut, wir haben jetzt nicht mehr wirklich viel, was wir deleten können. Also wir haben jetzt schon ganz ordentlich aufgeräumt. Auf jeden Fall. Da könnten wir auch eine Karte löschen. Die Monastery ist wieder fertig. Armed Knight, den haben wir auch noch nicht. Noch eine starke Nahkampfeinheit. Macht eigentlich keinen Sinn mehr, die jetzt noch dazu zu nehmen. Wir haben gute Karten, wir haben auch schon abgegradete Karten. Ich denke, wir sollten uns auf die konzentrieren, keine zusätzlichen mit reinnehmen. Aber der Stunt halt auch, also das ist auch ganz nett. Da haben wir wieder den Guardian. Eine Armory macht Sinn. Die könnte man auf jeden Fall nehmen, habe ich jetzt nicht gemacht. Lantex. Haben wir noch ein Haus genommen. Medic. Bandit. Treasure Hunter. Guardian, Slinger, geht schon ziemlich schnell alles. Slinger haben wir echt schon genug, brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Genau, wieder alles einsammeln. Karte upgraden. Shield Red. Und go. Dass die auch ein bisschen mehr Hitpoints kriegt. Gut. Ja, ist wirklich die Frage, ob man sich da nicht möglicherweise auf eine Defensiveinheit festfahren
und fokussieren sollte. Das Deck klein machen, sodass man die häufig bekommt. Könnte theoretisch auch Sinn machen. Allerdings, wenn wir hier wirklich 200 Reticence haben, dann wird es langsam auch schwierig, die vollzukriegen mit einzelnen Karten. Da muss man dann schon sehr häufig ziehen. 84 Reticence. Wir brauchen 3 Leader Levels. Mal gucken, ob wir die noch bekommen. Das ist halt jetzt fraglich dann. Was bei Red? Nächste Wave kommt. Wir kaufen aber erstmal ein. Eine Farm brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben genug Cash. Wir brauchen eigentlich nichts mehr. Treasure Hunter haben wir auch schon. Können wir erstmal gut sein lassen. Monasteries sind fertig, aber wir haben keine Karten, die wir löschen wollen. Wir könnten zum Beispiel so kleinere Einheiten wie den Banditen und so löschen. Die haben einfach nicht genug Hitpoints. Die werden nicht lange durchhalten. Die Pike Rat könnten wir löschen. Wenn wir uns eben auf einzelne Einheiten mehr fokussieren wollen. Was wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre. Und ein Haus. Brew. Medic. Wir haben jetzt 5 Guardians hier stehen. Und wir haben 0 von 200 Reticence zur Verfügung. Ich glaube fast, dass 200 auch eine feste Grenze ist. Haben wir das Haus schon hingestellt? Also wir bekommen scheinbar nichts mehr dazu. Das habe ich zum Beispiel auch während dem Spiel überhaupt nicht registriert. Das ist alles relativ interessant, sich das auch mal anzuschauen, weil man dann auch viel mehr einfach sieht, als wenn man spielt, weil man da wirklich unter Stress steht. Es passiert einfach so viel, dass man da überhaupt nicht hinterherkommt. Jetzt stellen wir hier so ein Haus hin. Und mal gucken, was passiert. Shield Red. Ja, also wir haben ein Haus stehen, wir bekommen aber nicht mehr als 200 Reticence. Das ist also das Maximum. Wir haben jetzt die maximale Verteidigung stehen. Wir könnten jetzt nur noch Gebäude hinstellen, um uns zu verteidigen. Mehr Einheiten können wir gar nicht mehr hinstellen. Okay. Große Kiste links. Gucken, was da so drin ist. Nix, was wir noch nicht haben. Wir haben jetzt, glaube ich, auch wirklich alle Karten, die wir gerne hätten. Wir sind aber auch schon bei Wave 40. Also hätten wir vielleicht schon früher schaffen können. Eins fehlt, glaube ich, noch. Ich glaube, wir haben den Longbow, die Longbow Red noch nicht. Das ist die Einheit mit der größten Reichweite, soweit ich weiß. Die wäre auch sehr nett, wenn wir die hätten. Aber die haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Wir können jetzt eigentlich nicht viel machen, als dazu zu gucken. Viel mehr geht eigentlich nicht. Wir beobachten einfach mal aufmerksam das Geschehen. Nehmen noch so eine Quest an. 5 Karten entfernen können wir machen. 3 Leader-Levels kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Karten upgraden können wir auch machen. Aber da bekommen wir nur zusätzliche Karten-Upgrades. Und irgendwann brauchen wir keine Karten mehr upgraden, weil schon alle abgegradet sind. Man kann die nämlich nur einmal upgraden auf Level 2. Und das war's dann. Und wir haben schon ziemlich viele Karten abgegradet. Die grünen Karten sind die abgegradeten Karten. Und ich überlege so ein bisschen, was wir machen könnten. 7 Advisor wäre natürlich nett. Mich interessiert es auch, wie viele man eigentlich haben kann, weil so viele unterschiedliche kenne ich eigentlich gar nicht. Also irgendwann muss man ja eigentlich alle haben oder bekommt man die dann doppelt? Das ist die große Frage. Bis jetzt hatte ich, glaube ich, noch nie einen doppelt. Ich habe es einfach mal angenommen. War eigentlich ein Fehler, denke ich. Redraw Time verlängern oder Redraw Costs. Costs sind uns eigentlich egal, weil wir immer abwarten, bis wir wieder neu ziehen dürfen aktuell. Das heißt, das kann man machen. Ist aber vielleicht nicht wirklich von Vorteil, weil wenn wir Schwierigkeiten kriegen und schnell Einheiten brauchen, dann müssen wir dafür zahlen. Und wir haben das jetzt gerade teurer gemacht. Das heißt, das ist natürlich auch nicht optimal. Wir werden wahrscheinlich irgendwann auch schneller ziehen müssen und dann auch dafür blechen müssen. Das heißt, es wird auf jeden Fall teurer. Aber ich denke, das war die richtige Wahl. Longbow Red, da hätte ich sie jetzt kaufen können und ich habe sie nicht gesehen scheinbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die noch nicht im Deck haben. Die wäre halt wichtig, aber es ist auch schon ein bisschen spät im Spiel. Also wir werden nicht mehr viele Karten reinbekommen eigentlich. Wir haben jetzt so einen Mix an Einheiten stehen. Und der steht jetzt und wenn er fällt, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr zu retten, ganz ehrlich. Mal schauen. Mal schauen. Also wenn wir anfangen, Einheiten zu verlieren, dann werden wir wahrscheinlich ganz schnell ganz viele verlieren. Das ist einfach so im Endgame. Entweder man hält oder man stirbt, so in etwa. Apartment.
Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, kann man mal mitnehmen. Besser als ein Haus. Hotel raus. Apartment raus. Wir haben auch noch ziemlich viel Platz, also eigentlich in dem Stand des Spiels, da sollten wir schon deutlich mehr Gebäude stehen haben. Ich habe wirklich wenig stehen. Was auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass es vielleicht nicht das perfekte Spiel war. Ich sollte eigentlich, wie gesagt, mehr Gebäude stehen haben. Wir sollten eigentlich den Platz schon ausgenutzt haben, jetzt bei Wave 42. Das ist schon wirklich spät im Game. Ja, mal gucken. Wollen wir noch irgendeine Karte löschen? Wir könnten natürlich die Quests löschen, die wir wahrscheinlich nicht erfüllen können. Aber ich war mir da nicht sicher, was da noch alles kommt. Das heißt, ich habe die einfach mal drin gelassen. Aber wir können keine Reticence mehr bekommen aktuell. Das wird sich aber noch ändern. Das heißt, die Quest können wir später vielleicht noch erfüllen. Die wird uns später aber nicht mehr viel bringen. Also wir sollten die Karten wahrscheinlich alle rausnehmen und löschen. Die ganzen Quests. Weil wir einfach nicht mehr dazu kommen werden, die zu erfüllen. Jetzt geht es wirklich nur noch ums Überleben. Und ein paar Reticence, ein bisschen Gold. Nehmen wir alles mit. Nächste Wave kommt von links. Wave 43 ist es dann schon. Bam, da kommen sie mit der fetten Ramme. Machen erstmal unseren Wall platt. Wir müssen fliehen. Ganz, ganz schlechte Situation. Wir werden jetzt wieder in den Rücken gepiekst. Und ich gucke erstmal, was es wieder für eine Quest gibt. Building Cards könnte man machen. Brauchen wir nicht mehr. Ja gut, brauchen wir eigentlich schon. Wir haben noch ein bisschen Platz. Also das würde schon Sinn machen. Dafür müssten wir Karten entfernen. Wir haben keine Karten mehr, die wir entfernen können. Ich mache es trotzdem mal. Wir können ja auch irgendwelche Karten annehmen und dann wieder löschen zum Beispiel. Könnte man machen. Die haben direkt die nächste Wand zerstört. Nicht optimal. Das sieht schon mal ziemlich schlecht für uns aus. Wir haben noch nicht viele Einheiten verloren. Aber wir haben halt die Wände verloren. Und viele von unseren Einheiten zum Beispiel, ich glaube, das sind alles unsere Heiler, die da gerade zurückgehen. Oder das sind Crossbow, Longbow Rats. Bin mir gerade nicht sicher, was es ist. Ich glaube, das sind Heiler, ne? Mit dem Hut. Die haben sich jetzt zurückgezogen. Das heißt, unsere Leute haben nicht zusammengekämpft. Das war nicht optimal. Was machen wir? Eine Legendary Card. Wir wollen eine Library. Die sind nämlich immer gut. Zusätzliche Karte. Gleich aufbauen. Okay, wir müssten mal reparieren, aber da links kommt schon die nächste Wave, deswegen repariere ich gar nicht erst, weil das macht im Moment gar keinen Sinn. Wir stellen die Library auf. Shield Rat. Treasure Hunter. Go, go, go. Ja, Wave 44. Und jetzt wird es langsam ein bisschen haarig. Man merkt es. Deutlich. Unsere Einheiten kämpfen auch immer noch nicht gescheit zusammen. Da hängen noch welche zurück. Die müssen erst noch vor. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt wird es langsam richtig spannend. Aber wir verlieren noch nicht allzu viele Einheiten. Wir haben jetzt schon einige verloren, aber nicht zu viel. Ich sollte darauf achten, dass wir viele starke Verteidigungseinheiten jetzt rauspowern. Alles andere ist nicht so wichtig. Und was uns halt auch so ein bisschen zum Verhängnis wird, ist, dass wir viele kleinere Einheiten haben, die nicht so wichtig sind. Minus ein Advisor per Wave war das eine, das andere. Ich habe gar nicht genau gesehen, was wir ausgewählt haben. Es geht ein bisschen zu schnell teilweise. Aber es ist halt wirklich so, dass wir jetzt, glaube ich, jede zweite oder dritte Wave irgend so einen negativen Effekt haben. 14 Military Cards dürfen wir jetzt auswählen, weil wir genug Labor Cards ausgespielt haben und die Quest erfüllt haben. Den Duckling Rider können wir noch nehmen. Jetzt sehen wir auch mal wirklich alle Military Cards, die verfügbar sind. Und dann können wir nochmal drüber fachsimpeln, welche da wichtig gewesen wären. Also der Duckling Rider ist zum Beispiel eine Einheit, die mir gut gefällt, weil die auch Flächenschaden macht. Longbow Rat gefällt mir wegen der Range. Das sind zwei Einheiten, die uns auf jeden Fall gefehlt haben in dem Spiel. Ist jetzt viel zu spät, die da noch mit reinzubekommen. Die sind ja auch nicht upgegradet und so weiter. Also das sind Einheiten, die uns gefehlt haben. Das hätten wir viel früher irgendwie machen müssen. Die Banner Rat ist ganz nett, weil die eben einen Buff für alle anderen Einheiten bringt. Das heißt, da ein oder zwei dabei zu haben, ist auf jeden Fall cool. Und jetzt mache ich nur noch Cancel. So viele brauchen wir nicht. So viele wollen wir nicht. Und das bringt uns jetzt einfach nichts mehr. Wir wollen ja unsere Upgegradeten nutzen. So, das haben wir alles raus. Und weiter geht's. Longbow Rat. Können wir direkt mal eine hinstellen. Go, go. Die haben die größte Reichweite. Ich glaube, über 1000. Crossbow hat nur 300 Reichweite, da sieht man das auch so ein bisschen. Jetzt haben wir eine Banner Rat mit rein, dass die ein bisschen bufft hier.
Und dann nehmen wir, glaube ich, einfach das Haus, oder? Warren könnte man nehmen. Bringt uns jetzt nicht mehr viel, macht eigentlich keinen Sinn. Sollte man nicht mehr nehmen, weil der Timer eben verdoppelt ist. Das heißt, wir nehmen einfach ein Haus. Und das Haus bringt uns aber aktuell auch nichts. Duckling Rider, das war der erste. Den haben wir jetzt auch stehen. Ihr Haus bringt uns nichts, weil wir haben ja schon genug Radisons. Mehr als 200 dürfen wir nicht. Nächste Quest erfüllt. 140 HP für eine Military Card. Und damit hat der Guardian jetzt endlich die 300 geknackt. 350 haben wir endlich. Nice. Ja, und jetzt sollte ich eigentlich nur noch starke Verteidigungseinheiten raushauen, wie gesagt. Weil da fehlen uns welche. Da hatten wir nur noch einen Guardian. Da sollten wir jetzt jedes Mal, wenn wir können, so einen Guardian raushauen. Oh, da kommt wieder eine Arme. Ganz schlecht. Gut, unsere Wand hat überlebt. Wir können die Wände nur reparieren, wenn sie komplett down sind, leider. Das heißt, die werden hin und wieder fallen. Das kann man nicht verhindern. Aber das ist immer sehr schlecht, wenn das passiert. Hier haben wir es jetzt gerade wieder. Da wäre es jetzt gut, wenn wir die Wände upgraden könnten. Aber das hat sich gerade nicht angeboten, leider. Okay, die Ramme ist down. Wir verlieren auch nicht viele Einheiten. Sieht erstmal gut aus. Unsere Heiler sind wild dabei, alle hochzuheilen. Wir nehmen noch einen Defense Unit mit rein. Sehr schön. Die Shield Red ist bestimmt auch gut. Die sollten wir noch mit einfließen lassen. Genau, was wir jetzt das letzte Mal hatten, beim letzten negativen Effekt, was ich übersehen habe, was dann einfach zu schnell ging in dem Moment, das war der Effekt, dass wir jetzt permanent Reticence verlieren. Also wir verlieren durchgehend Einwohner. Das Maximum geht durchgehend runter und wir können immer weniger Einheiten hinstellen. Das heißt, wir werden früher oder später überrannt. Wir können jetzt nichts mehr dagegen machen. Shieldmaster. Die Shield Red wird, glaube ich, doppelt so gut. Die nutzt ihre Fähigkeit doppelt so oft. So lese ich das jetzt. Das ist auf jeden Fall ein cooler Advisor noch. Und jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen reparieren hier, ganz ehrlich. Dafür müssen wir kurz diesen Schraubenschlüssel halten. Hier hauen wir jetzt einen Duckling Rider noch mit rein. Die sind, wie gesagt, zu spät gekommen. Die sollte ich gar nicht ausspielen, sondern ich sollte wirklich darauf achten, dass ich möglichst viele von den Guardians raushaue. Ansonsten fast nichts. Vielleicht Shield Red. Vor allem auf der linken Flanke. Da fehlen uns, glaube ich, im Moment die defensiven Einheiten. Aber das ist halt so schwer, da während dem Spiel wirklich diese ganzen Sachen mitzukriegen, was da alles läuft. Das ist dann Auge auf alles zu haben. Das ist wirklich schwierig. Da muss man ein richtig guter Multitasker sein. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt das Spiel mal so im Nachhinein kommentiere, weil es einfach sehr schwierig ist, ein richtig gutes Spiel hinzulegen mit dem richtigen Timing, mit den maximalen Geschwindigkeiten hier, dass man da nicht steht und irgendwas erzählt und sich nicht darum kümmert, was hier eigentlich läuft. 3 Rebel Cards haben wir jetzt bekommen. Genau, und jetzt habe ich schon wieder was erzählt und nicht gelesen. Es geht einfach alles sehr schnell. Und hier hätten wir jetzt aber Zeit. Also die Fenster, die halten das Spiel an, das heißt, man kann sich da wirklich entspannen und ganz gemütlich gucken eigentlich. Aber man ist halt einfach so im Flow, das heißt, man macht einfach weiter und go, go, go. Wir löschen die Level 1 Shield Rat, die brauchen wir ja nicht mehr, wir haben ja schon die Level 2 Ratte. Dann kommt schon Wave 48 rein, hier von links. Wir wählen einfach schon wieder ein Haus aus, obwohl wir es wirklich nicht mehr brauchen würden. Aber jetzt bringen uns die Häuser ja wieder was, weil jede Wave geht unsere Reticence-Zahl um 3 runter. Sobald das Haus steht, sollten wir wieder auf 200, also dem Maximum sein. So, jetzt haben wir gerade eine Quest erfüllt und haben ganz viele Extension-Cards bekommen. Das heißt, wir können jetzt endlich die Mauern upgraden. Und ich upgrade aber erstmal irgendwelche Gebäude, wie es aussieht. Ja, also die Mauern wären jetzt wichtig gewesen. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass wir ein Weilchen überleben können. Aber es geht auf jeden Fall dem Ende zu jetzt. Das ist schon ganz eindeutig. Und ich sollte mich lieber den Mauern widmen. Das mache ich aber, glaube ich, gleich auch. So, Apartments. Immer nice. Kann man machen. Ich habe nur eins gekauft zumindest. Wir haben auch nicht mehr super viel Platz. Hier können wir auch noch eine Karte kaufen. Ist nicht wirklich was dabei, was wir brauchen. Wir brauchen einfach nichts mehr. Wir wollen einfach nur überleben. Wir haben so ziemlich alle Karten, die wir brauchen. Wir können eine Karte upgraden. Und ihr seht schon, wir haben auch schon die meisten Karten abgegradet. Der Duckling Rider ist natürlich nett auf Level 2. Der ist auch ziemlich stark. Einfach weil er eben AOE-Schaden macht, wie gesagt. Jetzt haben wir die Mauer endlich abgegradet und den Turm. Und den nächsten Turm, die nächste Mauer. Auf jeden Fall gute Wahl. Sollten wir auf der anderen Seite dann auch machen. Glänzende Kiste haben wir freigeschaltet. Okay. Weiter geht's. Dann nehmen wir dann ein Haus.
Wir haben rechts noch eine Kiste. Mal sehen, ob ich die noch sehe. Ja, haben wir noch entdeckt. Nächstes Haus hier. Also, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist richtig, richtig spannend. Mit Q und E kann man schnell wechseln zwischen rechts und links. Das ist auch ganz praktisch. Zwischen den Flanken direkt wechseln. Ihr seht jetzt, was da alles kommt. Wir sind Wave 49. Und Wave 50 ist eigentlich so die kritische Wave. Die Wave, die man normalerweise nicht überlebt. Das heißt, ich haue jetzt auch einfach alles raus, was ich gerade habe. Die Extension würde ich gerne auf die erste Mauer setzen, aber die ist leider gerade down. Das heißt, ich bin schon ein bisschen spät dran mit den Extensions. Ich heb mir dann wahrscheinlich eine auf für die Mauer. Crossbow Red, hau die Leute raus, wir brauchen sie. Wir haben jetzt wieder zu viele Karten, bekommen leider nicht die defensiven Einheiten, die wir brauchen. Das ist wieder das Problem des großen Decks. Da schreit einer. Das war einer von uns. Okay, wir haben es nochmal überstanden. Reparier, schnell, schnell. Die nächste Wave kommt. Und vorrücken. Jawohl. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir den Wall direkt abgegradet. Jetzt stellen wir noch alles mögliche Zeug dahin, was alles keine große Rolle mehr spielt. Aber wir sind tatsächlich wieder auf 200 Reticents, weil ich so viele Häuser hingestellt habe. Und ich habe da nie drauf geachtet. Also wenn man drauf achtet, dann kann man sich das auch so ein bisschen vorrätig halten, die Häuserkarten. Nicht so viel natürlich, um das Deck nicht zuzumüllen. Aber man kann auch im Late Game dann so ein bisschen auf diesen 200 Reticents bleiben. Das ist halt ganz wichtig. Weil je weniger Reticents, desto weniger Verteidigung und desto weniger Chancen haben wir dann. Noch mehr Extension Cards. Habt ihr es gehört? Oh, was ist das denn? Der hat unsere abgegradete Mauer instant umgerannt. Das ist Wave 50. Die können wir uns direkt mal merken. Das wird wahrscheinlich unsere letzte Wave sein. Ja, also mal gucken, was wir da noch machen können. Aber das war schon ziemlich brutal. Unsere Leute kämpfen nicht mehr zusammen. Die werden gerade einzeln zerlegt. Und der Guardian muss raus. Bam. Noch so eine dicke Einheit. Wir brauchen die ganzen Nahkämpfer. Die sterben nämlich gerade alle. Slinger wollen wir nicht. Lieber neu ziehen. Herb wäre wichtig. Die hätte ich spielen sollen, weil die heilt ja die Einheiten hoch. Aber das wird uns in dem Kampf hier auch nichts mehr helfen. Gut, nochmal nach Quests geguckt. Bringt jetzt nicht mehr wirklich viel. Das ist easy. 2000 Gold sammeln können wir machen. 70 Tags kann man auf jeden Fall machen. Bringt uns nicht mehr viel, wie gesagt. Weil es eben Ende hin zugeht. Ja, also das ist der Boss, der uns gerade den Hals bricht hier. Das Genick bricht. Unser Ende. Und ihr seht, wie viele Hitpoints der hat. Also der HP-Balken ist ungefähr so lang, wie der Bildschirm hier breit ist. Medic. Und Duckling. Neu ziehen. Shield Red ist gut. Die nehmen wir auf jeden Fall. Wir haben viel zu viele Karten hier. Der Potter muss raus, aber wir brauchen eh keinen Cash. 78.000 haben wir gerade. Wieder neu ziehen. Hau sie raus. Alles, was wir haben, kann uns vielleicht den Hals retten. Kurzzeitig. Slinger auch. Alles ist inzwischen echt egal. Ich versuche abzugraden, was jetzt ein Fehler ist. Ich sollte mich lieber um die andere Flanke kümmern, weil die fällt gerade und man hört es auch. Da ist gerade Ende an der anderen Flanke. Aber ja, das sehe ich auch. Ich kriege das so ein bisschen mit, aber ich weiß auch, dass hier gerade fällt. 70 Text dazu bekommen. War die Quest abgeschlossen. Und ja, es geht dem Ende zu. Wir können nicht mehr viel machen. Und ich kümmere mich jetzt gerade um diese Flanke, will die zu Ende bringen, bevor ich dann darüber gehe. War vielleicht auch nicht wirklich sinnvoll. Wir hätten es sonst vielleicht nochmal irgendwie, vielleicht noch eine Wave weiter schaffen können, wenn ich früher angegangen wäre, hier alle neu hinzustellen. Also ich gehe jetzt einfach ein paar Wände zurück und baue da unsere Verteidigung komplett neu auf. Und jetzt ist es auch wirklich wichtig, dass wir so schnell ziehen, wie wir können. Das heißt, wir schmeißen alle Leute raus und ziehen dann sofort wieder, auch wenn wir dafür zahlen müssen. So wie ich das dann hoffentlich auch bald mache. Hätte ich von Anfang an machen sollen, da bin ich nicht all in gegangen. Großer Fehler. Aber ich sehe halt auch schon, dass es nicht mehr zu retten ist eigentlich. Das kann man nicht mehr retten hier. Wir bekommen jetzt ganz viele Rebel-Karten. Der nächste negative Effekt schlägt zu. Also ja, unser Deck wird auch noch vermüllt. Es wird immer brutaler. Wir sind jetzt bei Wave 52 angekommen. Und ich denke, viel weiter kommt man auch nicht. Also ich hätte einiges besser machen können, gerade jetzt zum Ende hin, dass wir das noch ein bisschen weiter rauszögern können. Aber die linke Flanke fällt ja jetzt auch, ne? Obwohl ich die nochmal gescheit mich drum gekümmert habe, dass alles steht, bevor ich gegangen bin zur Rechten. Fällt die auch gerade, also wir könnten das höchstens noch bis Wave 53 oder 54 rauszögern. Mehr geht eigentlich nicht. Wir bekommen
Da werden 3 Units pro Wave entfernt. Ich glaube, von den bestehenden Einheiten. Das heißt, von den Leuten, die hier rumstehen und kämpfen, aktiv verteidigen, verlieren wir automatisch 3 pro Runde. Und wir haben fast nur noch Rebellenkarten. Also ich habe das selbst alles noch überhaupt nicht raus. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt so weit gekommen bin, glaube ich. Oder das zweite Mal. Aber das erste Mal ist halt schon sehr lange her. Und ihr seht die beiden Flanken hier. Die sind jetzt gerade beim Haus. Links ist auch bald da. Das war es dann einfach. Die haben uns vollkommen überrannt. Ja, ich glaube, vor 2,5 Monaten ungefähr habe ich schon mal... Bin ich schon mal bis Wave 51, 52 in sowas in dem Dreh gekommen. Und ja, also wir sind jetzt bei Wave 50 angeblich nur gekommen, okay? Das ist ja unfair. Wir haben ja eigentlich Wave 53, glaube ich, gesehen, ne? Aber gut, wir haben jetzt 3 neue Einheiten. Wir haben diese Mortar Red bekommen. Das sind jetzt die letzten Einheiten, die ich noch freischalten kann. Das waren die letzten von dem Helden. Und damit haben wir den jetzt komplett freigespielt. Die Mortar Red ist, glaube ich, was wirklich cool ist. Riesenreichweite, AOE-Damage. Wir hatten in dem Spiel jetzt praktisch nur eine Einheit mit AOE-Damage. Wir hatten die Sword Red, die macht aber nur Schaden an 2 Einheiten. Und wir hatten diese Sturmratte auf der Ente. Wie auch immer die hieß, bin mir gerade nicht sicher. Die sind auch ziemlich cool. Die stoßen, glaube ich, die Gegner auch zurück. Aber die rennen auf jeden Fall durch und machen eben AOE-Damage. Aber die haben wir viel zu spät bekommen und viel zu spät abgegradet. Also AOE-Damage hat uns definitiv gefehlt in dem Match. So, das war jetzt aber auch eine wirklich lange Folge von Retropolis. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst mal einen Kommentar, wie euch so lange Folgen gefallen. Ob ihr hin und wieder mal so mega langes sehen wollt oder ob ihr da gar nicht so Bock drauf habt. Kostet mich natürlich auch unglaublich viel Zeit, sowas aufzunehmen und zu schneiden, aber ich hatte auf jeden Fall riesen Spaß mit dem Game und ich habe gedacht, es lohnt sich da jetzt nochmal reinzuschauen, auch weil ich 3 Keys für euch bekommen habe, hat mich auch gefreut und ich hoffe natürlich, dass ihr euch da auch drüber freut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich Bescheid weiß, würde mich freuen und dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für diese Folge. Das war, glaube ich, eine der längsten auf dem Kanal. Ich hatte einen riesen Spaß mit dem Game allgemein, auch bei dem Match. Das war jetzt mal ein volles Nightmare-Match und ja, das zieht sich dann doch ein bisschen. Also es dauert ein ganzes Weilchen, bis man das durchgestanden hat. Je nachdem, wie viel Zeit man sich da eigentlich auch lässt. Aber so viel Zeit habe ich mir da auch gar nicht gelassen. Jedenfalls war ich manchmal ein bisschen zu schnell, um das danach dann noch kommentieren zu können. Na gut, das war's aber für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.